Winke, winke und hallo. Habe ich gerade angekündigt, dass ich das gleich sagen werde. Winke, winke und hallo. Ich bin Kel, danke. Vielen, vielen Dank für den Raid und willkommen zum großen Finale der Mausritter-Kurzkampagne Mäuse im Winter, also Mausritter meets Game of Thrones, mit diesen drei tollen Personen. Da haben wir, ihr könnt euch ja nochmal ganz kurz vorstellen für die Leute, die euch noch nicht kennen. Und wir fangen einfach oben an, das heißt mit Maurach alias Frau Fichter. Hi. Ich bin die Maurach Haferflocke in diesem Abenteuer und ja, wir haben das letzte Mal wirklich sehr viele tolle Sachen erlebt, deswegen hoffe ich, dass wir dieses Mal nicht alle sterben werden. genau. Und ja, jetzt bin ich raus. Ich gebe einfach an Susi ab. Hallo, genau, ich spiele heute die Susi, ich bin Cosi Kakuma auf Twitch und ich bin sehr gespannt. Wir haben uns bisher tapferer gehalten, als alle erwartet haben, denn wir haben alle noch unsere erste Maus, was sehr gut ist. Und ja, wir hatten erstmal ein Abenteuer hinter der Mauer mit so ein paar gruseligen Zombies. Dann hatten wir ein Abenteuer unter der Mauer, wenn man so will, mit großen Insekten und Schlangen. Und jetzt bin ich gespannt, was uns heute fürs Finale erwartet. Und ja, freue mich schon drauf. Radenko. Hi, ich bin der Heiko, also Heiko himself. Und ich spiele heute Abend hier für Sie Radenko von Ringe, Adeliger aus Mausfell. Es dauert mich, Ihnen mitteilen zu müssen, wir werden alle sterben. Na toll. Bien bis mir. Ich gebe mein Bestes. Was, um uns umzubringen? Wow. Es steht im Regelwerk drin, Mausritter ist sehr tödlich für alle Mäuse. Und ihr habt jetzt schon zwei Sessions geschafft, 2x3 Stunden. Irgendwie muss das, irgendwas mache ich falsch. Also aller guten Dinge sind drei, ist jetzt einfach anders gemeint hier, ich verstehe das schon. Er versucht uns jetzt zum dritten Mal umzubringen. Ja, vielleicht third time's the charm. Nutze ich auch die Regeln falsch, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht sind wir aber auch einfach wirklich gut. Wir hatten ein Level-Up, wir sind jetzt alle voll toll. So. Genau, wir haben das letzte Mal noch ein Level-Up gemacht, jetzt sind sie Stufe 3, weil wir mit Stufe 2 schon gestartet sind. Jetzt können sie noch schneller von der Maus, von der Katze gefressen werden als vorher. Yay! Oder so. Ich habe jetzt mehr als doppelt so viele Hitpoints. Ich fress die Katze von innen, bevor sie mich verdaut. Genau, wir hatten jetzt schon eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Aber möchtest du, Heiko, noch mal ein bisschen detaillierter zusammenfassen, was wir das letzte Mal gemacht haben? Das letzte Mal bloß, das reicht. Das muss ich jetzt machen, weil ich das erste Mal nicht zusammengefasst habe. Na gut. Dann, also. Radenko wurde zum Thronsaale gerufen von Lord Edda der Starke. Edda mal wäre lustiger. Ist egal. Lord Edda dem Starken, wo er zwei sehr, sehr mutige Mäusinnen getroffen hat, nämlich eben Maurach und Susi. Jetzt muss ich im Stream gucken. Susi, genau. Und wir haben den Auftrag dort bekommen. Lord Edda der Starke hat auch allen versprochen, dass ihr Adelsgeschlecht wieder wichtiger wird, beziehungsweise sie adelig werden können, was natürlich sehr, sehr viel mehr wert ist als profanes Geld oder sowas. Ne? Und dann, genau, haben wir den Auftrag bekommen, zu den Maustern zu gehen, um zu erfahren, wie man die Zombies hinter der Mauer nochmal zu töten. Genau die, ja. Und das haben wir natürlich gemacht, haben dabei festgestellt, dass diese Maus da alle, nun ja, amtlich einen an der Waffel haben, nennt man das, glaube ich. Und gerade die Älteren unter ihnen sehr, sehr, sehr langsam reden. Dafür die Jüngeren umso schneller. Nach einer gewissen Stärkung in Festsaale der Mauster haben wir uns dann in die von Susi bereits erwähnten Katakomben begeben, wo wir einen Kampf auf Leben und Tod gegen
Ein Monster mit gar 1000 Beinen, wenn ich mich nicht verzählt habe, bestanden haben. Du hast die alle gezählt? Nein. Nun, dann sind wir durch einen äußerst unangenehmen, sehr engen, schlauchigen Tunnel um eine halb verfallene Box zu finden, in der sich nicht nur das Gerippe eines der schlimmsten Gegner, ach, das habe ich vergessen zu erwähnen, die schlimmsten Gegner sind der Mäuse sind die Gebeine der schlimmsten Gegner der Mäuse sind tödlich für die Untoten, genau. Die zerfallene Box mit den Gebeinen der schlimmsten Gegner der Mäuse, einer Katze. Allerdings war da nicht nur eine Katze, nein, um das Gebein herumgewickelt, wie eine Spirale, wie ein Tentakel auf einer Frutti di Mare, ward der Drache des Unterreichs, besonnen. Wie wir waren, haben der gute Ich, also Radenko und Susi, ganz besonnen in sicherem Abstand zu den Gebeinen gewartet, während Maurach mutig, doch selbstmörderisch, sich in die Gebeine geschlichen hat, um die Gebeine von selbigen, also den Gebeinen, zu befreien und uns mit Gebeinen zu bewerfen. Es hat sehr viel mit Gebeinen zu tun gehabt das letzte Mal. Ohne den Drachen zu wecken. Was sie auch geschafft hat, aus mir im Rückblick unerfindlichen Gründen, haben wir dann versucht, die Gebeine und den Drachen in Feuer zu setzen. Ich glaube einfach nur, weil wir Lampenöl hatten. Das war, glaube ich, der Grund. Uns wäre einfach stehen geblieben. Wie dem auch sei, wir haben versucht, den Drachen anzuzünden, damit haben wir ihn aber nur geweckt, sind aber gerade so entkommen, während der Drache gegen eine Wand, gesprungen oder sowas ist. Und dann sind wir hoch zu den Maustern mit den Gebeinen, die benötigt sind, um die Untoten von Mausfell fernzuhalten. Genau. Ich finde es wichtig zu erwähnen, dass wir gerade so flüchten konnten wegen Rüdiger. Das stimmt. Rüdiger, das ist richtig. Rüdiger hat Glitzer gelassen, um uns den Weg in die sichere Zitadelle zu weisen. Genau. Dank Susis Weitsicht, Glitzer an die Wände zu schmieren. Genau. Aber halt taktisch positioniert und an die richtigen und wichtigen Wände. Das sollte hierzu erwähnt sein. Ja. Beide, also sowohl die selbstmörderische Maurach als die weitsichtige Susi, haben es meines Erachtens nach vollkommen verdient, in den Adelsstand erhoben zu werden. Und sollte Lord Eddard fragen, werde ich auch genau das sagen. Aber wenn er nicht fragt, dann bin ich still. Ja. Aber ich würde auch das Geld nehmen. Aber das hatten wir doch schon geklärt, liebe Maurach. Adelige bekommen Abgaben von ihren Untergebenen. Ja, in erster Linie sind Adelige nicht straffällig gewesen. Doch, oder? Das war, stimmt, das ist auch noch wichtig. Aber adelig zu sein bedeutet mehr als eine Einmalzahlung. Das bedeutet, du hast ein Abo auf Extortion. Genau. Und dein Stammbaum verformt sich ein bisschen, aber... Ja, der wird rund. Ja, na. Ein ordentlicher Stammbaum ist rund. Was ich... Genau, aber über Stammbäume haben wir das letzte Mal überhaupt nichts erfahren, rein gar nichts und deswegen werde ich da auch nichts zu erwähnen. Nein. Mhm. Ich bin ein von Ringel, durch und durch. Mit einem kreisrunden Stammbaum, wie es sich für die von Ringels gehört. Mhm. Ja, genau, sehr gute Zusammenfassung. Dann würde ich sagen, würde ich mal langsam beginnen und ich hoffe, es kommt auch alles an. Ja, es kommt sogar im Stream an, sehr schön. Das habe ich nämlich vergessen zu testen vorher. Während ihr gewartet habt, beziehungsweise angekommen seid und erstmal euch ausgeruht habt von den Strapazen in den Katakomben der Zitadelle, hat es draußen weiter geschneit. Es hatte ja schon angefangen zu schneien, als ihr losgegangen seid.
Und als ihr die Zitadelle nun wieder verlasst mit eurem wertvollen Gepäck und aufbrecht, um die Mäuse in Mausfell zu schützen bzw. zu bewaffnen gegen die nahende Bedrohung und die Zitadelle verlasst, über die Brücke geht, seht ihr, dass der Schneefall schon einige Zentimeter hoch ist. Und der Rückweg wohl beschwerlicher werden wird als der Hinweg. Es hat also gestern angefangen zu schneien, während wir unter der Erde waren? Ja, als ihr auf dem Hinweg wart, hat es ja schon so ein bisschen... Ach ja, stimmt. Schneeballschlacht. Ja, hey, die legendäre Schneeballschlacht hätte ich jetzt fast vergessen. Oh, das nun ist allerdings völlig übergangen. Es tut mir leid, aber ja. Der Schnee ist jetzt allerdings so gut 2, 2,5 Mäuse hoch. Wollen wir nochmal eine Schneeballschlacht machen? Das war sehr erbaulich. Ich denke, wir sollten uns erstmal Gedanken machen, wie wir überhaupt gut hier durchkommen. Ist da noch ein Pfad zurück oder ist alles zugeschneit? Also wir sind jetzt hier, ne? Und dann müssen wir quasi... Genau. Ja. Also, Zuschauer sehen heute keine Karte, weil wir die Karte an sich nicht brauchen. Können wir jetzt, denn einen Weg erspähen oder ist wirklich alles voll? Also ihr könnt noch ungefähr ausmachen, wo ihr lang müsst. Ich meine, ihr seid ja von der Zitadellenbrücke her einfach nur geradeaus laufend. Wisst ihr, dass dort Mausfell ist? Aber nichts, was irgendwie fest aussieht oder so. Wir müssen schon durchwühlen. Ja, das ist, ihr könntet vielleicht versuchen, auch auf den Schnee drauf zu klettern hoch. Können wir denn unterscheiden, was Schnee und was der Fluss ist? Also der Teich ist? Weil ich würde jetzt irgendwie ungern baden gehen. Der ist ja zugefroren. Aber wissen wir, ob er gut genug zugefroren ist? Sind Mäuse. Nein, wir sind ganz schön schwer beladen mit eine schwere Maus, okay? Ja, vor allem mit dem ganzen Loot. Eine meiner Tanten war Ratte. Das solltet ihr vielleicht bei eurer Adelsstandserhebung nicht erwähnen. Das macht sich nicht gut im Stammbauen. Der ist wenigstens nicht rund. Da hat sie einen Punkt. Darum geht's doch, der muss rund sein. Ach so, okay. Ich würde mal versuchen, hier hochzuhüpfen mit unseren Sachen. Wenn wir oben drauf sind, kommen wir bestimmt leichter über das Schneefeld. Kann Rüdiger eigentlich fliegen? Können wir Räuberleiter machen? Rüdiger kann fliegen, aber ich arbeite aktuell noch an einem Käferfluggerät. Das ist leider noch nicht vollständig, fertig. Und da brauchen wir auch mehr als einen Käfer. Aber wofür brauchen Käfer denn ein Fluggerät, wenn sie fliegen können? Nein, wir können mit Käfern fliegen, mit dem Käferfluggerät. Maurer und ich haben da schon sehr viel drüber gesprochen während unserer ersten Exkursion. Über das Käferfluggerät. Mhm. Aber es ist jedenfalls noch nicht spruchreif und wir haben auch nur einen Käfer, also es ist eigentlich auch egal. Aber jetzt helft mir schon hoch und ich hüpfel so ein bisschen. Wenn Susi dann den Adelsstand hat, dann wird es schon. Aber ja. Vom Radradenko, wir machen Räuberleiter. Wird es für Susi ein Geschicklichkeitswurf und für euch beide ein Stärkewurf, aber erleichtert. Ich glaube, man könnte irgendwie Erleichterung geben. Habe ich dann Vorteil, oder? Ja, genau, du hast einfach geschickt. Genau, machen wir es einfach so. Du hast einfach einen Vorteil auf Geschicklichkeitswurf, genau. Mhm. Dann müsst ihr beide nicht würfeln. Ach so, okay. Das ist sehr erbaulich. Ja, wir nehmen den besseren Wurf. Sehr starke. Also die 3. Ja, ihr schafft es. Ihr kniet euch so ein bisschen hin und helft Susi hoch mit euren Pfötchen. Und Susi rutscht oben so ein bisschen auf dem Nähberg mit dem Bauch drauf und zieht sich dann nach oben, sodass sie oben drauf steht. Und jetzt auf euch herunterschauen kann. Geschafft! Ich will so meinen Haken hoch, dann kann sie uns nämlich damit hochziehen. Ich brauche eigentlich gar keinen Haken. Ich habe doch meinen Wanderstab. Ach, daran könnt ihr euch festhalten. Und dann würde ich das euch hinhalten. Ich muss ich ihn ausrüsten dafür? Muss ihn aus der Tasche holen, theoretisch. Ich hätte ihn gerne hingehalten, muss ich sagen. Aber in dem Fall mache ich eine Ausnahme. Ich weiß gar nicht wie, weil ich Sachen austauschen müsste. Ja, du müsstest dann den Stab zur Seite schieben, dann kannst du es da hinschieben und dann du kannst Dinge auch drehen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja. So. Volles Inventar. Es ist einfach so. Erinnert ihr euch an diese. So.
Aber ist das jetzt Puzzle-Dinger, wo du einfach nur so diese Quadrate geschoben hast, um dann das Bild wieder richtig zu machen? Warum hast du jetzt einen Platz mehr frei? Wir hätten mehr Gebeine mitnehmen können! Ja, aber dann hätte ich keine Waffe gehabt. Das stimmt. Also, okay. Haltet euch fest. Ich ziehe euch hoch. Oh. Yay. Wer will zuerst? Auf geht's. Ich halte mich so fest und... Gerne, Baurach. Ich, ja, ich habe Geduld. Ja, dann kann einer von euch entweder die Person unten oder die Person oben einen Stärkewurf machen. Wie stark bist denn du, Maurach? 10. Ja, wirf du mal. Okay, gut. Oh, oh. Maurach hängt sich dran und kann sich nicht ganz halten. Irgendwie scheint es ein bisschen glitschig zu sein und rutscht wieder runter und bleibt unten stehen. Und guckt hoch. Na, was war das denn? Ja, das probieren wir einfach nochmal. Probier wir es nochmal. Du hältst dich einfach nur ein bisschen fest und ich zieh diesmal. Ja, im zweiten Mal braucht er eigentlich nicht Würfel. Ja. Ja. Also, okay. Aber es hat noch nicht geklappt. Ihr hängt jetzt, also gut, du ziehst oben. Maurach hängt sich nochmal an den Stab dran, klammert sich mit aller Kraft dran. Und Susi versucht von oben zu ziehen, aber es sieht eher aus wie ein Standbild. Eine schön gemeißelte Statue, wie zwei Mäuse an einer Schneewehe stehen und sich versuchen, gegenseitig hochzuziehen. Man könnte ein als Standbild malen. Stehst du daneben? Vielleicht können wir eine unserer Fackeln verwenden, um eine Treppe in den Schnee zu schmelzen. Kann ich nicht einfach ein paar Stufen in den Schnee reinschlagen? Könnt ihr machen, klar. Okay, dann probiere ich das. Ja, das dauert eine Weile. Du schiebst so den Schnee so zur Seite und immer so ein bisschen diagonal nach oben. Wirfst ihn hinter dich, wie auch immer du das haben möchtest. Idee beraubt, aber Entschuldigung. Wenn Radenko hinter dir steht, wirfst du ihn den Schnee auch regelmäßig ins Gesicht. Ach, inzwischen bin ich Kummer gewöhnt. Und in der Diagonale schaffst du es dann irgendwann, dass eine Art Rampe, eher weniger eine Treppe, sondern eher eine Rampe, auf die Schneewehe oben drauf kommt. Wenigstens habe ich die ganze Drecksarbeit gemacht, ja. Ich dachte, ihr wolltet eine Schneeballschlacht machen. Ich werf so ein Stück Schnee. Ich habe natürlich wieder vergessen, dass man das vorher zum Ball formen muss. Aber das ist ja kein Thema, weil das kann ich machen und dann werf ich Schnee. Okay, und damit bin ich wahrscheinlich wieder unten und komm wieder hoch. Dann eskaliert der Spaß wahrscheinlich wieder. Das war sehr, sehr kalt. Lasst uns lieber gehen. Das sollten wir tun. Ja. Okay. Ich sollte wirklich meine Ärmchen trainieren. Verdammt. Nächstes Mal kriege ich dich hochgezogen. Nein, das nächste Mal funktioniert das Käferfluggerät bereits. Natürlich. Ja. Jetzt darf mir jeder mal von euch einen W6 würfeln. Gott, das ist nie gut, wenn man einfach einen W6 ohne Grund würfelt. Niedrig war gut in Mausritter, ne? Jetzt beim W6 ist das jetzt egal. Oh. Mit welchem fangen wir denn an? Fangen wir mit der 3 an. Ihr lauft ein wenig und merkt, wie Radenko so ein bisschen irgendwie Probleme bekommt. Und so langsam. Also ihr lauft auf dem Schnee und Radenko läuft auch, aber er wird immer kleiner neben euch. Ich fühle eine starke Kälte an meinen edelsten Teilen. Und nach kurzen wenigen Schritten sieht nur noch so der Kopf von Radenko aus dem Schnee heraus beim Laufen. Und hinter ihm fällt so der Schnee auch zusammen. Also es ist wirklich nur noch so, dass der Kopf rausschaut. Radenko, was machst du denn da unten? Können wir ihn nicht an den Ärmchen packen und wieder hochziehen? Könnt ihr mir helfen? Zu weit? Das wird wohl funktionieren. Sind die Ärmchen denn noch da? Wenn du möchtest, kannst du mit den Armen noch raus. Wird sie nicht hoch. Hallo? Man kann dich aber auch keine Sekunde aus den Augen lassen. Komm, Susi, pack mal an. Ich nehme den linken Arm. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen, glaube ich. Ja. Ja, dann dürft ihr mit Stärke wieder rausziehen. Da zu zweit zieht doch sehr kalt. Wenn rauszieht zusammen, mit Vorteil. Es hat eine Person von euch geschafft, das reicht.
Okay, Susi macht den Job alleine. Ich habe trainiert. Mauro zieht an der einen Hand, es bewegt sich nicht viel. Irgendwie scheinst du mit den Füßchen auch ein bisschen weiter runter zu rutschen dabei. Und Susi zieht an der anderen Seite und Radenko kommt so leicht diagonal gezogen nach oben und landet auf dem Schnee. Und, die 2 Stunden brauchen wir jetzt, um uns immer wieder aus dem Schnee zu ziehen. Allerdings ist Maurak nun sehr erschöpft von der Anstrengung. Maurak. Geht ruhig ohne mich weiter. Nein, wir müssen zusammengehen. Wir sollten hier ein Camp aufschlagen. Nachstein aus Marmor. Es muss nicht viel darauf stehen. Einfach nur, er hat sich bemüht. Reiß dich doch mal zusammen. Wir schaffen das schon. Guck mal, selbst der kleine Rüdiger ist noch tapfer und munter mit dabei. Aber Rüdiger kann über den Schnee hinwegfliegen. Er kann auch laufen. Der kleine Rüdiger war auch nicht bis zum Hals im Schnee. Nein, was hast du überhaupt da unten gemacht? Warum gehst du dann in den Schnee? Es war Zeit für mein monatliches Bad. Ich denke, das ist ein gänzlich schlechtes Timing dafür, Radenko. Da mögt ihr wohl recht haben. Na dann warte beim nächsten Mal bis zum Bad. Adelige. Habt ihr noch nie von Sarkasmus? Ich geh mit. Nein, wir nehmen immer alles ernst. Ich hab dir mal tatsächlich Exhausted gegeben als Zustand. Kann ich dir vielleicht... Hast du noch Splitter oder andere kleine Dinge, die ich dir abnehmen könnte? Ich habe keine Ahnung. Jeder Schritt fühlt sich ermüdend an. Willkommen im Club, Schwester. Wo bin ich hier nur gelandet? Im Schnee. Kurze Zwischenfrage. Den Kleber habe ich einmal benutzt, um Radenko zu kleben. Soll ich das eigentlich damit ankreuzen? Kannst du machen, ja. Ja, stimmt. Diese wunderbare Wundbehandlung. Traum. Hey, ich bin ein Profi. Schafft ihr es dann noch weiter? Der Weg ist so weit. So weit. Ich bin einfach nur... Tatsächlich seht ihr in der Entfernung, wie der Maschendrahtzaun da steht und über euch emporragt. Allerdings wirkt er wirklich noch sehr, sehr weit entfernt. Ich krieche so vor mir. Seht mal der Maschendrahtzaun im Morgen. Wow. Also, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir müssen weiter voran. Gibt es vielleicht irgendetwas... Ich schaue mich um, womit wir uns den Weg erleichtern könnten. Irgendwas, was wir als Schlitten benutzen können oder so. Aber wahrscheinlich ist alles nur weiß, oder? Könntest du mal auf Willenskraft würfeln? Das ist bestimmt der Kontakt mit dem Knochen, wegen dem ich jetzt so kaputt bin. Tatsächlich siehst du so ein Stückchen hin, wie etwas Dunkles aus dem Schnee ragt. Vielleicht hilft uns das da. Ich ziehe einfach dran. Ja, es ist so ein Stück Rinde, würde ich jetzt mal sagen, was so als Schlitten fungieren könnte. Kann euer Käfer das ziehen? Also ich bin auch noch recht fit, wenn ihr euch da draufsetzt und Rüdiger und ich schieben. Wir können es probieren. Ich bin noch nicht exhausted. Ich würde sagen, wir legen Maurach drauf und ziehen und schieben irgendwie gemeinsam. Ich kann alleine laufen, behaupte ich, kann ich aber nicht. Ruh dich ruhig ein bisschen aus, darin ist keine Schande. Du hast uns schon so oft gerettet. Es ist sicherlich der Fluch der Gebeine und ihr wart am nächsten dran. Legt euch einfach. Ihr habt es euch verdient. Das ist demütigend. Aber ich zieh mit. Aber es gefällt mir nicht und ich murmel währenddessen die ganze Zeit in meine Schnurrbarthaare. Ich male mit dem Glitzer so einen kleinen Totenkopf auf den Schlitten. Schau mal, der ist sogar richtig cool. Ja, ich gestehe, jetzt ist es ein bisschen wie ein Piratenschiff. Nicht wahr? Ja. Kein Grund für Scham. Aber ich kann alleine laufen.
Ach, jetzt bleib doch einfach liegen und ich stoß dich drauf. Gewöhnt also, euch einfach schon ja mal so, an das Leben als Adelige. Ich bin ja ultimativ müde, deswegen kippe ich so um. Und ja, lege mich da auf den Schlitten und murmle weiterhin irgendwelche Flüche in meine Schnurrbarthaare. Ich kenne das von meinen Käfern. Wenn da einer krank ist, dann tun die auch immer so, als wären sie noch quietschfidel. Da muss man sie schon mal zu ihrem Glück zwingen. Ja, ich werde jetzt nicht offiziell hier rumfluchen, aber ich fluche ganz, ganz wild rum. Wortwahl, Maurach, Wortwahl. Kannst gern rumfluchen, ist kein Problem. Wir fallen gerade keine mausrelevanten Flüche ein. Ja, schon, gut. Dann ist schlecht. Katzenbein! Das ist einfach. Ganz viel Fäkalsprache. ganz viel Fäkalsprache ist, glaube ich, speziesübergreifend. Also Kackstift geht immer auch, wenn man nur Kötel kackt. Ja. Ja, schon. Also wir können dann? Ja vielleicht, wenn ihr euch besser fühlt und damit ihr ausseht wie eine wilde, verwegene Kriegerin, können wir ja vielleicht ein wenig Glitzer von dem Totenkopf nehmen und euch eine Kriegsbemalung ins Gesicht machen. Nein, abgelehnt. Es steht schon so direkt davor, so, oh, gute Idee. Wage es nicht, mich einzuglitzern. Ach, na gut, dann glitzer ich halt meine Oberschenkel ein und wisch das da ab. Lasst uns gehen. Wie lasst ihr den Wagen? Einer zieht, einer schiebt. Den Schuppen nochmal? Ach, den Schuppen. Einer zieht, einer schiebt. Ja, ich würde sagen, ich ziehe und Radenko und Rüdiger schieben. Okay. Gut, dann alle mal auf Stärke, die schieben und ziehen. Ich bewege mich keinen Millimeter. Ah, du hast es tatsächlich geschafft. Dann kriegt Susi jetzt auch den Zustand erschöpft. Es wird langsam immer, immer schwerer. Oh, aber du hast ja... Ich kann einfach rücklings in die Rinde fallen und ich schieb sie bei. Eine Ratte hast du als Tante, sagst du ja? Ja, das war genau... Ich, aber ihr habt ja Mumm. Lass mich vor drauf fallen, ja. Das war Mausigunde. Ja, die hat immer gedacht, sie wäre eine Maus, aber wir waren uns ganz sicher, sie war so groß. Ratte hieß Mausigunde? Ja, das war, weil sie wurde von Mäusen adoptiert. Und ja, dann wir haben ja auch einen Käfer, der Rüdiger heißt. Ach so, nein, Rüdiger. Rüdiger. Nicht Rüdiger. Ja. Naja, aber dann bringen wir euch doch jetzt lieber mal ratzfatz zurück nach Mausfell. Ja, ja. Sieht jetzt nur noch eine Person? Eine Maus? Ja, ich bin erschöpft. Ja, du kannst ja trotzdem, du hast noch Mumm, du kannst es auch ein bisschen ignorieren eine Zeit lang. Also ihr habt beide Mumm. Das heißt, ihr könnt also gut, dann würde ich halt auch schafft. So ein bisschen, dann würde ich halt auch so ein bisschen mitpaddeln einfach. Ja, irgend so ein Zweig, der rumlag, kannst du halt so ein bisschen in den Schnee schieben. Das ist, das funktioniert. Und ihr schiebt und schiebt und der Maschendrahtzaun kommt immer näher und ihr passiert diesen Maschendrahtzaun und dann seht ihr ein Stück weiter hin einen dunklen Schatten auf dem Boden liegen. Scheint sich ganz, ganz leicht noch zu bewegen. Seht ihr das da vorne? Bleibt stehen. Halt, Radenko, halt! Ich halte. Da vorne ist etwas. Auf dem Boden. Feind in Sicht! Ich nehme meinen Bogen und einen Pfeil. Könnte Feind, könnte aber auch hilfsbedürftig sein. In beiden Fällen ist der Bogen eine gute. Wir sollten uns das mal anschauen. Aber von Weitem erstmal. Ich schrei einfach mal Hallo. Antwortet niemand. Hörst du ein leichtes Quietschen? Quieken. Das gefällt mir nicht. Ist es ein mausiges Quietschen oder ist es? Es ist ein mausiges Quietschen, ja. Okay. Aber ihr wisst schon, dass die letzte Maus, die mausig nach uns gequietscht hat, auch versucht hat, uns zu fressen, oder? Da war ich, glaube ich, nicht anwesend. Ach, ja. Das ist mir noch nie passiert. Ich gebe euch trotzdem Deckung, nachdem ihr mir das erzählt habt. Ich würde erstmal meinen Holzstab wieder austauschen gegen meine. Schleuder ist das Wort, das ich suche. Genau.
Sind wir denn, ach so, wartet mal. Sind wir denn zu erschöpft, um nachzusehen? Nein, oder? Nein. Also Erschöpfung ist einfach nur, dass ihr so ein bisschen bei manchen Würfen vielleicht auch einen Nachteilwürfel habt. Okay. Achso, wartet mal. Aber wir haben doch jetzt, sollte es sich tatsächlich um eine untote Maus handeln, sind wir doch jetzt gewappnet. Und ich stecke meinen Bogen weg, kruschle in meinem Inventar rum und nehme diese riesige Rippe raus, um den Bogen dahin zu schieben, wo ist die Rippe jetzt hin? Sehr gut. So. Ich also, Radenko geht vor. Rippe jetzt. Willst du es mal pieksen? Ja, piekst es mal. Pieks es. Los, okay. Radenko. Ich gehe erstmal vorsichtig näher. Mhm, du näherst dich vorsichtig in gebückter Haltung, etwas angespannt vielleicht. Aufgrund der Gefahr läuft dir vielleicht auch ein bisschen Schweiß oder den Nackenhaare hinunter. Und je näher du kommst. Es friert. Ja. Je näher du kommst, erkennst du einen Mäusekörper, der auf dem Boden liegt. Und ganz schwach. Ich stupse ihn mit der Rippe vorsichtig an. Ganz schwach zu atmen scheint. Als du sie anstupst, macht es. Sieht untot aus. Aus deiner Sicht jetzt momentan noch nicht, du siehst den Rücken. Ich sehe nur den Rücken! Ich weiß nicht, ob es untot ist. Dreh es um. Soll ich zur Sicherheit draufhauen? Nein, umdrehen! Dreh es erstmal um. Und schau in die Augen. Kann ich es umdrehen, ohne es anzufassen mit der Rippe? Ja, das macht doch mal. Und siehst, wie eine Maus, die sehr erschöpft ist und ein bisschen blutverschmiertes Fell hat und Kleidung auf dem Boden liegt und dich so mit so schwachen Augenlidern anguckt. Und? Irgendwelche Bisswunden? Strahlen komische blaue Augen? Nein, aber es hat eine Wunde. Es hat Blut. Was ist das für eine Wunde? Kannst du nicht erkennen, also die Winterkleidung ein bisschen drüber. Ist auf jeden Fall so auf Schulterhöhe ungefähr. Also da ist ja, das, was auch immer die tote oder nicht tote und Maus ist, Radenko noch nicht versucht hat zu fressen, würde ich auch mal so versuchen, mich so ein bisschen näher zu schleppen, weil ich bin ja kaputt. Ja, du siehst genau das Gleiche, du siehst dort eine verwundete Maus liegen. Können wir aber anhand der letzten Maus, die wir so vorgefunden haben, die Wunde eventuell identifizieren? Du kannst mal einen Willenskraftwurf machen, wenn du möchtest, wenn du sie untersuchen möchtest. So, das Ergebnis sage ich dir sowieso. Also was möchtest du, wie möchtest du es untersuchen? Naja, ich würde halt die Schulter einfach mal so anfassen und schauen, ob ich irgendwie erkennen kann, ob da, weiß ich nicht, Zahnabdrücke sind oder so. Ich halte mich haubereit. Halte dich mal haubereit. Ja, du entfernst vielleicht auch ein bisschen so den Mantel über der Schulter. Du merkst, wie es so ein bisschen zuckt, wenn du das machst, weil es weh tut offensichtlich. Und es ist ein Schlitz, irgendwie was Scharfes muss dort mal lang gezogen worden sein. Bist du gebissen worden? Du bist eine 2 gewürfelt. Du könntest sogar entscheiden, dass also in dir denken, dass es sich um ein Schwert gehandelt haben könnte. Wer war das? Mäuse von der Mauer. Mäuse von der Mauer? Aus der Richtung. Wie haben ihre Augen ausgesehen? Gruselig. Sind sie blau? Ja. Bitte helft mir. Und ist die Luft rein? Debatable. Ich denke ja, aktuell schon. Ich komme mit dem Schlitten mit dazu. Können wir die Maus auf den Schlitten heben oder sind wir dafür zu platt? Ihr könnt die auf den Schlitten heben, ja. Okay. Würdet ihr mal mit anpacken? Ja. Na gut. Ihr packt zu dritt die Maus so an. Sie quietscht so ein bisschen unter dem, wenn die Schulter sich bewegt und hebt sie auf den Schlitten. Ich würde auf die Schulter ganz fest draufdrücken und hoffen, dass es schon irgendwas kleben, bringt. Bei mir? Was mit der Schulter bei dir? Könnt ihr die Schulter nicht kleben, so wie bei mir? Achso, wir können die Schulter kleben. Wollen wir die Schulter kleben? Klebt die Schulter! Wird sie
Ich bin ja, wie wir wissen, immer sehr taktvoll, deswegen sage ich jetzt sowas wie, wird sie es überleben, lohnt sich das, wenn ich die Schulter noch klebe? Wir sollten zumindest unser Bestes geben, ansonsten können wir auch ein Stück von der Kleidung erstmal fest rumbinden. Okay, also gut. Dann kleben und dann drum binden. Wer bindet? Ich klebe. Was sagen denn eure Blauaugen-Erfahrungen? Wenn sie stirbt, wird sie dann blauäugig? Die anderen waren gebissen worden. Waren sie? Aber das sieht ja... Ich meine ja. Waren sie das nicht? Wissen wir das sicher? Oh, wir haben nun gesehen, dass sie gegessen wurden, aber nicht, wie sie davor gestorben sind. Ja. Hat jemand ein Seil? Wollen wir sie fesseln? Naja, für den Fall, dass sie sich verwandelt. Und so fällt sie auch nicht runter. Ihr habt kein Seil. Ich glaube, dann nehme ich die Fackel. Wir müssen eine schwere Entscheidung treffen. Die da wäre? Warte mal, hast du gerade gesagt, wenn du kein Seil hast, nimmst du die Fackel? Ja, wenn es rot, wenn es blaue Augen kriegt, zünd ich es an. Achso, okay. Okay. Maurach kennt doch nix. Birke brennt gut, ne? Also, vielleicht. Hey, hallo, die wollten uns schon mal essen und so. Vielleicht sollten wir die Maus nicht mitnehmen. Was ist, wenn sie sich verwandelt, während wir sie mitnehmen und wir können sie nicht? Wie laut seid ihr, wenn ihr euch unterhaltet? Kann alles hören. Ja. Okay. Ich würde auch sagen, dass wir gerade darüber nicht nachdenken. Und ihr redet laut, guckt immer mal so zu der Maus hin und sie guckt euch immer direkt neben uns liegt. Die Augen werden, diese kleinen, noch müden Blitze werden immer größer und sie guckt euch so ein bisschen ängstlich an und versucht so ein bisschen vom Schlitten wieder runterzurutschen. Ja, seine Augen werden größer. Nein, nein, sie müssen blau werden. Ja. Ich dachte, sie sollen nicht blau werden. Ja, wenn wir darüber reden, also, dass wir sie anzünden. Sehr gut. Wenn sie blau werden, dann verwandelt sich die Maus. Mhm. Ich werde also zu einem dieser Monster. Das werden wir zu verhindern wissen, mein Freund. Soll ich euch von eurem Leiden erlösen? Nein. Ich habe hier diese Katzenrippe. Ich klebe das jetzt. Danke. Ich klebe das jetzt. Wir kleben die Wunde. Diese Schnittwunde. Oh, Maurer hat das schon mal gemacht. Können wir statt ihm auch einfach seine Pfoten zusammenkleben, wenn wir ihn sowieso schon verkleben? Für immer. Naja, nicht für immer. Nur bis wir Lösungsmittel finden oder so. Technisch. Für immer. Technisch ja. Okay, also dann machen wir das so. Wir kleben die Wunde und dann kleben wir die Vorderpfoten zusammen. Währenddessen würde ich die Maus noch so ein bisschen ins Gespräch verwickeln wollen, auch um abzulenken von dem, was da gerade wieder Sinnvolles passiert. Was macht ihr jetzt mit mir? Wir werden deine Wunde versorgen. Ja. Wie ist dein Name? Wir helfen dir. Wie? Fritz, ein schöner Name. Ich bin Susi. Ich klebe währenddessen die vorderen Armhaare von Fritz. Was macht ihr da? Wir machen Geschicklichkeit. Also wir machen mal wieder auf Geschicklichkeit. Kann ich dir helfen? Was willst du denn tun? Festhalten. Fritzens Oberarme fixieren. Dann würfel mit Vorteil auf Geschicklichkeit. Also nicht gerade ein großer Mann. Okay. Ich klebe. Ja, du schaffst es unbemerkt, die Pfoten zusammenzukleben. Unbemerkt vor allem. Weil Susi ihn offensichtlich sehr fesselnd ab. Naja, er ist auch nicht mehr so kräftig, ne? Ich meine, der lag da im Schnee, ihr musstet ihn rüberheben. Fritz, was hast du denn hier gesucht? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin geflohen aus Mausfell. Ich habe einen Stoff um die Schulter. Aus Mausfell geflohen? Ja. Aber warum? Der guckt seine Wunde an, guckt dich an, weil wir angegriffen werden. Was ist dort passiert? Ja. Das ist scheiße. Das ist ein großes Problem. Also, befindet sich Mausfell im Krieg? Ja, es wird zumindest angegriffen. Vielleicht sollten wir zurück zu den Maustern gehen. Ja, wir sind also 987. in der Thronfolge. Okay, Nerven behalten. Wenn keiner mehr da ist. Also... Du bist geflohen aus Mausfell, weil es angegriffen wurde von diesen Wesen,
Also den eigentlich früher mal Ex-Mäusen mit blauen Augen? Waren keine Echsenmäuse, es waren untote Mäuse. Verstehe. Okay. Woher wisst ihr, dass sie untot waren? Ihr Fleisch hing von... vom Knochen. Na gut, das ist ein überzeugendes Argument. Ja. Und einer wurde in zwei geteilt und hat trotzdem weiter angegriffen. Und dann war da der... Moment, sind seine beiden Teile jeweils auf einem Bein gehüpft, oder... Ja, und dann war da der kalte König. Der kalte König. Der kalte König war da? Also ich schlage vor, wir gehen zu den Maustern zurück und schlagen einfach den See ein und verbarrikadieren uns da bis... Das können wir nicht machen. Wir sind doch den ganzen Weg gegangen, um die richtigen... Das ist das Erste, was Maurach sagt, seit ich sie kenne. Nein, wir haben doch extra die Waffen geholt gegen diese... Untoten! Ja, und jetzt wollt ihr einfach zurückgehen und euch verbarrikadieren? Wo ist denn euer Heldenmut? Mein Heldenmut funktioniert ausgezeichnet! Ja, anscheinend gerade nicht, Maurach. Wie hoch ist die Population von Mausfell? Wow. 300-400 Mäuse. Das heißt, wir aber größtenteils halt Bauern und sowas, ne? Wir sind ja nur so 1 zu 100 im Nachteil. Ja. Mein Heldenmut ist nicht wahnsinnig. Aber es sind doch nicht alle Mäuse schon untot. Wissen wir das? Oder? Ja. Fritz, wie war die Lage, als du geflohen bist? Sie haben die Stadt verteidigen können, auf jeden Fall. Ich war nur mit vorn und noch draußen und hab Nüsse noch geholt. Beim Schimmerhof. Beim Schimmerhof ist mir noch nicht gefallen. Aber, Moment mal. Das ist ja bei mir. Waren meine Eltern noch dort? Ich habe keine gesehen. Die Käfer? Ich habe keine gesehen. Die waren bestimmt drin. Oh, hoffentlich konnten sie in die Stadt fliehen. Ich muss zurückgehen. Fritz. Die große silberne Tür. Unterhalb der Festung. War die noch zu? Sie waren noch nicht an der Festung. Aber sie werden da bald sein. Mein Lager ist noch in Sicherheit. Ich würde sagen, ziehen wir jetzt sofort los. Okay, gut. Wenn du sowieso mit Fritz auf dem Schlitten rumhängst, kannst du vielleicht aus den Knochensplittern ein paar Pfeile machen. Mit meinem Haken? Was? Nein, mit den Knochensplittern von den Katzengebeinen. Aber irgendwie muss ich sie doch anspitzen. Ach nee, es sind ja Zähne. Ich höll. Das sind doch Knochensplitter, die sind meistens spitz. Okay, ja, das kriege ich hin, aber dazu brauchen wir Seil. Oder Kleber. Aber ich habe jetzt nur noch einmal Kleber, Leute. Ich habe jetzt gerade die Hände zusammengeklebt. Das stimmt allerdings. Okay. Können wir die Zähne einfach an die Pfeile, die ich sowieso habe, machen? Wenn wir die anderen Spitzen abbinden, können wir die Zähne doch dran binden, oder? Definitiv. Dann gebe ich dir meine Pfeile. Okay, dann fange ich schon mal an, Pfeile zu binden und dafür zu sorgen, dass der Fritz uns hier nicht ausblutet. Alles, um nicht in den Nahkampf zu müssen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann auf geht's. Ich stell mich direkt hinten ran in den Schlitten und versuch zu schieben wieder. Ich helf mit. Und ich bin hier fleißig und meine Festbinden. Ja, das schafft ihr, kein Problem. Ihr macht das Ganze. Es wird schon langsam ein bisschen später wieder. Die Sonne neigt sich schon langsam. Ich meine, es ist Winter. Es wird spätdunkel. Es ist also schon fast dunkel. Habt ihr auch ein bisschen jetzt gebraucht, so den Weg dorthin und das Seile machen und so weiter, ne? Pfeile machen. Eine rote Sonne. Blut ist heute Nacht geflossen. Hoffentlich nicht aus meiner Eltern. Wenn die Sonne untergeht, ist sie immer rot. Jetzt mach mir nicht Herr der Ringe kaputt, ja? Maurach ist halt leider, Maurach. Ja. Schwierig. Okay, dann sind wir jetzt quasi
auf dem Weg nach Mausfell. Ja. Geht weiter, zieht den ganzen. Wer zieht denn, schiebt das Ganze noch? Ich schiebe. Ja, dann darfst du nochmal Stärke würfeln. Auf Nachteil. Wegen Erschöpfung. Aber Radenko schiebt auch mit. Ist trotzdem noch Nachteil? Ja. Dann ist es normal. Dann können wir ganz normal würfeln. Okay. Also wir müssen normal würfeln. Genau. Ich sorge um meine Familie, verleiht mir Kräfte. Natural One. Klingt das was? Ja, tatsächlich. So, sie zieht so ein bisschen und irgendwie scheint das vorne ganz leicht zu gehen, denn von hinten kommt ganz schön viel Antrieb. Irgendwie möchte Radenko schneller nach Hause, als er wollte. Und nach einigen Stunden und vielen Metern. Boah, Meter, hey. Ja, ich habe Meter gemacht, das ist schon echt viel. Seht ihr in der Ferne, wie um eine Ecke hinter einem Baum, der dort im Garten ist, vier Mäuse kommen und ihr seht aus der Entfernung schon so ein blaues Licht, so ein blaues Leuchten auf Kopfhöhe. Radenko, hier, Pfeile! Pfeile! Radenko hat während des Weges sowieso schon die ganze Zeit überlegt, also wenn es natürlich nur eine Population von 300 bis 400 in Mausfell gibt, dann ist er natürlich nicht der 937. in der Thronfolge, sondern vielleicht eher der 73. Ja. Mhm. Und er hat natürlich während des Weges schon überlegt, welche 72 Mäuse denn sterben müssen bei dem Überfall. Und ist einer dabei? Vielleicht. Ja, was macht ihr? Kann ich mit dem Bogen auf das Blauauge schießen? Wie lange hält dieses Exhausted denn an? Bis ihr eine lange Rast macht. Oh, scheiße. Aber ihr habt Mumm, ihr könnt das beim Kampf auch ignorieren quasi. Es gibt auch Zustände, die noch zusätzliche Effekte haben, das hat Exhausted nicht. Okay. Ja, aber kann ich auf das Blauauge schießen mit dem Bogen oder müssen wir näher ran? Du kannst drauf schießen, ja. Dann schieße ich drauf. Du triffst ja auch. Du nimmst Würfel Schaden. So, einfach einen W8 Schaden würfeln. Genau. Kann also, Mausritter triffst du ja immer. Hier, einfach einen W8 würfeln. Puh. 4, immerhin. 4 Schaden. Ja, du schießt den Pfeil und er landet der einen Maus direkt im Hals und schießt durch, sodass der Pfeil quer stecken bleibt. Sie macht kurz bleibt kurz stehen, während die anderen drei zwei Schritte weitergehen, etwas geistesabwesend wirkend wie Zombies eben. Und nach einem kurzen Moment geht der Kopf wieder hoch und blickt in eure Richtung. Und in dem Moment drehen sich alle vier zu euch zu und kommen auf euch zu. Ich zieh die Rippe. Ich habe ja noch eine Rippe. Kann ich die Rippe austauschen? Du kannst die Rippe austauschen, ja. Da, wie drehe ich denn das hier? Das war jetzt aber schon so ein Pfeil mit Katzenzahn. Ja, 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 ja. Okay. Ihr dürft auf Initiative würfeln. Oh Gott. Worauf? Wo geht denn das nochmal? Achso, da müssen wir in den Kampf. Genau, in den Begegnungsding, genau. So, Radenko darf direkt nochmal. Ah, Radenko schießt direkt nochmal mit Pfeil und Bogen. Auf die gleiche Maus? Ja, natürlich. Never change a running system. Ja, bitte einmal Schaden würfeln. Einmal Schaden würfeln. Ein W8. Ein! Ja, aber ein 1. Besser als 0, aber... Nicht viel. Damit ist jetzt eine untote Maus dran, sogar die, auf die du geschossen hast. Das heißt, die muss erstmal eine Stärkeprobe machen, ob sie überhaupt noch mitspielen will. Die spielt nicht mit. Die legt sich lang... Also die versucht, nach vorne zu gehen. Nach dem zweiten Schuss hat sie so getroffen, dass sie nach vorne zusammenklappt und erstmal liegen bleibt. Aha! Legt euch nicht mit einem von Ringel an, ich sag's euch! Damit ist Susi dran.
Ja, ich würde auch erstmal meine Steine austauschen gegen Splitter, beziehungsweise Splitter kann ich auch einfach so mit dazu nehmen. Hab ja noch ein Plätzchen. Und dann würde ich einmal mit den Knochen Splittern... Hast du eine Aktion gemacht, weil du aus der Tasche was rausgeholt hast? Ah, darf ich gar nicht mehr. Da darfst du schon. Ah. Aber du darfst dann halt nichts weitermachen, ja. Okay, ja, dann bin ich jetzt bereit. Die nächste untote Maus ist dran. Die hat nämlich auch eine Schleuder. Und es fliegt auf Radenko, der ja schon schön rumgeballert hat mit seinen Pfeilen. Ich prangere das an. Und du kriegst 2 Schaden. Es fliegt ein Stein auf dich zu, der dich genau an der Schulter trifft. Au! Au! Mein Schulter! Fritz, jetzt mach doch auch mal was! Fritz? Fritz liegt da. Versuche, dass Fritz noch lebt. Und die nächste Maus ist dran, die kommt auf euch zugerannt. Es war ja ein Stück weit weg, die kommt auf euch zugerannt. Dann sprinte ich da rein, weil wenn die in den Nahkampf geht, dann muss ich ja wohl auch in den Nahkampf gehen. Das heißt, ich stelle mich der Maus entgegen mit meiner Rippe. Ja, dann einmal Schaden der Rippe würfeln. Da kannst du leider nicht draufklicken, da musst du das nehmen, was da steht. Das steht, glaube ich, ein W10 würfeln, genau. Ja. Na, da. Mach sie fertig, Maurach. Schauen wir mal. Ja, die Maus kommt auf dich zu, du rennst ihr entgegen mit der Rippe in der Hand und spießt sie einmal auf, sodass das Licht in ihren Augen erlöscht und sie auf dem Boden landet. Diese Maus 1 ist tot. Ausgezeichnet. Also, ist wieder tot. Maurachs. Naja, 9 Schaden, guck mal auf eure Lebenspunkte, 9 Schaden sind schon echt viel. Ich bin jedes Mal voll das Monster, ey. Ich hätte das Carrie überlebt. Richtig. Echt so, ja. So, die letzte untote Maus ist dran. Die sieht, wie ihr Kumpel aufgespießt wird, rennt auf dich zu, du bist ja jetzt ein bisschen entgegengekommen und schlägt mit dem Schwert auf dich ein. Ey, das ist unsere Maurach. Und macht 1 Schaden. Die würfeln aber auch echt schlecht. Mach ich wo? Das mache ich jetzt bei TP weg, ne? Genau, du verlierst 1 TP, genau. Ja. Okay, Damit ist Radenko wieder dran. Radenko von Ringel. Ich schieße auf. Also warte mal. Das sind 3 Mäuse jetzt. Jetzt sind es nur 3 Mäuse, ja. Okay. Eine davon hat eine Fernkampfwaffe. Auf die schieße ich. Weil die andere ist ja schon bei Maurach. Die ist bald nicht mehr da und. Aber ihr Schwert steckt in meiner Schulter. Ja, aber, well. Das hält sich schon aus, so, ne? Ich glaube, der Tag wird nur noch schlimmer werden. Ich schieß auf die Maus mit der Schläge. Ja, einmal Schaden, bitte. Komm, würfel gut. Eine 1! Du schießt und es saust ihr an der Schulter vorbei, einmal komplett über die Schulter drüber. Es scheint auch irgendwie etwas verletzt zu haben, denn du siehst, wie dort... dass die Kleidung, die ist ein bisschen aufplust, wie so ein aufplatzt, viel mehr. Aber mehr passiert auch nicht. Sie kommt weiter langsam auf euch zu. Als nächstes ist allerdings, glaube ich, die Maus dran, auf die du als erstes geschossen hast. Die hat auch eine Schlinge. Die schießt wieder zurück auf dich. Echt, die war auch tot? Nee, die lebt noch. Ach doch, die ist umgefallen, stimmt. Nee, ignoriere den Schaden. Ich muss erstmal Stärke würfeln, ob sie noch dran teilnimmt. Die bleibt liegen. Die liegt gut. Sieht man, dass die noch lebt? Die liegt zumindest. Also die atmen ja nicht mehr. Ja, gut. Auf. Damit ist Susi dran. Jetzt, wo ich meine Schlinge sowas von einsatzbereit habe, würde ich die Maus, die noch steht und die Fernkampfwaffe hat, einmal in den Fokus nehmen. Ja. Achso, ich kann da auch nicht draufklicken. Dann ein D6. Ach, verdammt. Es gibt's doch nicht. Es gibt's wirklich nicht. Wir bewerfen sie mit Wattebäuschen, bis sie aufgeben.
Die Maus ist jetzt dran und schießt zurück. Auch mit einer 1? Oh, verdammt. Nein, mit ein bisschen mehr. Wow. Du siehst, wie dort die Maus von deinem Schuss ein bisschen unbeeindruckt ist. Es ist auch so ein bisschen die Kleidung aufgeplatzt. Und siehst, wie sie den nächsten Stein einlegt, die Schlinge zieht, abschießt. Und er, ich weiß nicht, wie viel 6 Schaden bei dir ausmacht. Ich habe jetzt noch 4 TP. Trefferpunkte, gut. Danach hast du ja noch deinen Stärkewert. Mhm. Aha. Wow. Und ja, die landet dir halt, wo auch immer du möchtest, gegen den Kopf. Wie kann die Gurt so zielen, wenn sie tot ist? Sie ist untot. Wenn sie untot ist. So, die nächste ist tot. Dann ist Maurach dran. Du hast noch eine tote untote Maus vor dir und eine untote Maus, die gerade ihr Schwert nach dir ausgestreckt hatte. Also dann würde ich jetzt die Rippe nehmen und würde versuchen, die Rippe quasi so durch diese, die vor mir steht und das Schwert in meine Schulter gehauen hat. Du kannst die Rippe halt wie ein Speer verwenden quasi, ne? Achso, ja, dann würde ich den so versuchen, in die Maus, so von unten nach oben, durch den Kopf. Ja, das ist so der Plan. Schauen wir mal, wie gut das läuft. Falscher Würfel, ein richtiger Würfel, den wollen wir nicht. Hä? Wieso kann ich den nicht wieder abwählen? Ich würde den gerne wieder abwählen. Einfach löschen im Feld. Ja. Das hat nicht... Wow. Wow. Das war ja, nicht meine beste Liste. Ja, du zielst drauf und du triffst sie so an der Seite, an der Hüfte. Ziehst du einmal drüber. Ein bisschen Fleisch fliegt auch weg, aber das scheint ihr nichts auszumachen. Gut. Die ist jetzt auch dran. Wir einfach 3 Einsen hatten hintereinander. Die haut mich jetzt um, Mann. Ja, ja. Die ist jetzt dran und würde noch einmal mit dem Schwert zuschlagen. Max hat vorhin gemeint, wir brauchen die 3 Stunden nicht. Der hat auch ein Skript geschrieben für die Würfel. Und macht 5 Schaden. Er haut mit dem Schwert noch einmal kräftig zu, trifft dich einmal breitlängs. Oder sie. Ich weiß nicht mehr so ganz sicher, ob das männliche oder weibliche Mäuse sind. Und die Kampfrunde ging nicht so, wie es erwartet war. Denko ist an der Seite. Ich schieße auf die Scheißmaus! Die geschossen hat? Die immer noch steht. Ja, kann doch nicht sein. Also ich würde ja, also genau, jetzt erstmal die Fernkämpfer ausschalten und dann müssen wir Maurach retten. Aber Fernkämpfer zuerst. Naja. Dann einmal schießen bitte. Schon klar. Alter! Ja. Ich habe doppelt so hoch gewürfelt wie das letzte. Noch ein, du schießt mit dem nächsten blauen Katzenpfeil und triffst die Maus genau in die Schulter. Die wankt ein bisschen. Und ich glaube, die ist jetzt dran, oder? Nee, jetzt ist die Maus dran. Darf ich den gratis Reroll für meinen Schaden benutzen? Zu langsam. Ist zu spät, ja. So, aber die probiert nochmal, ob sie aufstehen kann. Die bleibt weiter liegen. Josh. Das heißt aber auch, dass sie in der nächsten Runde gar nicht mehr macht. Und Susi ist wieder dran. Mhm. Ich lasse diesen Kopfschuss natürlich nicht auf mir sitzen und möchte mich rächen mit einem weiteren Splitter. Ihr schießt beide auf die Fernkampfmaus, ne? Ja. Ich sterbe hier, danke Leute. Nice. Maurach schafft das. Wie möchtest du sie denn umbringen? One for the team, Maurach. Nachdem ich den Kopfschuss abbekommen habe, treffe ich ihr voll ins rechte Auge. Ja, nämlich. Ja, das Auge platzt quasi und du siehst noch, wie hinten so ein bisschen Knochensplitter aus dem Schädel rausbringen und die Maus nach hinten umklappt. Eklig, aber verdient. So, Maurach. Okay, ich bin jetzt stinksauer und ich werde jetzt nochmal versuchen, diese Rippe durch diese verfluchte Maus durchzuschießen. Der geht es noch echt gut. Ja. Kann ich mein krasses Reroll an... Jetzt geht es ihr immer noch gut. Nee. An Maurach geben. Nee, der ist personalisiert. Na gut. Du machst 3 Schaden, ne? Ja. Ja, du... Du schaffst es zumindest, sie erstmal so weit zu kriegen, dass sie kurz einen Schritt zurück macht und dich geistesabwesend anschaut. Die ist jetzt dran, die muss erstmal würfeln, ob sie was tut. Was kann. Die macht nix. Das will ich dir auch geraten haben. Pfeil in die Maus, die hier unsere Maurach aufspießt oder was auch immer. Ja.
So, jetzt. Nee, 5 ist gut. 5 ist über Durchschnitt. 5 ist Reroll. Gut, ja. Genau, du triffst die Maus von der Seite so ein bisschen. Der Pfeil saust an Maurak vorbei. Trifft die Maus halt sehr, sehr gut in den Brustkorb und sie fällt einfach nach hinten um. Und ihr seht auch, wie das blaue Leuchten, das vorher noch so ein bisschen die Dunkelheit, diese nahende Dunkelheit erhellt hat, verlischt. Kann einer von euch die da vorne noch abstechen? Ach, die lebt noch? Keine Ahnung, abstechen. Ich wollte eh meine Pfeile einsammeln. Ich gehe einfach ja, meine sie Pfeile seht jetzt, einsammeln. Seht jetzt wieder drei dieser untoten Mäuse liegen und ihr seht noch so ein ganz leichtes blaues Leuchten bei der einen Maus, die noch dort liegt. Ja, du gehst hin, stichst von oben drauf mit dem Knochen wahrscheinlich oder mit einem Pfeil. Ah, ja, ich mach den Legolas. Und sie hört auch auf zu leuchten. Wenn die Maus aufhört zu leuchten, würde ich jetzt mich erstmal hinsetzen, weil ich bin jetzt echt ganz schön kaputt gegangen. Ja, wollt ihr eine kurze Rast machen? Ich würde erstmal schauen, ob Fritz auch noch nicht blau leuchtet, bevor wir das tun. Yay, jetzt haben alle gratis Reroll. Ja, Fritz liegt da und röchelt so ein bisschen vor sich hin. Okay. Ja, dann würde ich auch noch schauen, ob ich die Knochensplitter aufsammeln kann, die ich geschossen habe, die 2. Könnt ihr wieder einsammeln, ja. Ihr müsst sowieso einen... Ich muss es wieder raussuchen, ich habe den wieder nicht gemerkt, ne? Ich glaube, einen W6-Würfel oder so. Ich glaube, ja. Oh. Für die... Toll! Na, immerhin. Ich darf rerollen, darf ich rerollen? Ja. Warte, wofür war die denn jetzt, die... Ist das... Moment, ich bin sofort. Ja. Ich muss noch einmal kurz nachgucken, was gewürfelt werden muss denn. Schlechter als eine 1 kann ich nicht würfeln, ne? Das kann halt auch gut sein. Weiß ich nicht. Ja, ihr macht jetzt eine kurze Rast, ne? Ihr sucht euch einen kleinen Unterstupf. Wartet dort. Ja. Und könnt jetzt 1W6 plus 1 Trefferpunkte regenerieren. Oh, ja, dann nehme ich meine 6. Dann würde ich jetzt aber nochmal gerne rerollen und würde hier meine Belohnung, Kanalpunktbelohnung auslösen, wenn es geht. Ja, ich darf. Gerne. Cool. Dann müsste die nur in Mottern abstreichen. Sehr gut. 7. Ist eingelöst. Dann bin ich wieder voll. Dankeschön. Für den Reroll. Der rettet mir gerade den Hintern. Das Fell. Der rettet mir gerade das Fell. Naja, ich such's nachher aus, wir lassen das jetzt. Okay. Ja, finde ich. Irgendwas war mit der Abnutzung, ich finde das jedes Mal nicht. Ich vergesse es auch jedes Mal. Die nutzen sich nicht ab, die sind magisch. Ich glaube, wir haben doch jetzt magische Waffen. Ach ja, stimmt, ihr habt jetzt magische Waffen. Ja, die passt schon. Bei den Knochen, das passt schon. So, ihr geht weiter dann nach einer kurzen Rast. Ihr sitzt kurz in einer kleinen Senke, vom Wind geschützt. Was tut ihr noch? Wollt ihr noch was machen dort? Ja, ich würde halt, Fritz geht. Keine Ahnung, irgendwie den Ärmel abreißen und da um meine Schulter binden, wo mich die Maus erwischt hat und dann läuft das schon. Ja. Okay, dann geht ihr weiter. Mhm. Ihr zieht weiter Richtung Mausfell. Warum nochmal? Weil dein Lager in Bedrohung ist. Ach ja, stimmt. Ja, das ist ein gutes Argument. Wir können immer noch zurück zu den Maustern, also... Noch aber mein Lager, das Lager, ich muss meine das Eltern finden. Also mittlerweile ist Mausfell alles näher als die Zitadelle. Ihr hört auch in der Ferne schon wie Metall auf Metall klirrt. Und als ihr euch weiter nähert, seht ihr, wie mehrere Mäuse, die ihr kennt, sich erbitterten Kampf gegen diese untoten Mäuse liefern. Und ihr seht Richtung Mausfell, ihr könntet bis rüberkommen, ohne an dem Kampf teilzunehmen. Seht ihr auch, wie Edda der Starke da steht und die Truppen befehligt. Okay. Hast du gesagt, wir können nach Mausfell kommen, ohne am Kampf teilzunehmen? Ihr könnt erstmal nach Mausfell kommen, ohne am Kampf teilzunehmen, ja. Das klingt sehr vernünftig. Dann können wir nämlich mausfällsche Soldaten mit Katzengebeinen ausstatten. Liegen denn auf dem Boden schon ein paar von diesen Untoten, die so ein bisschen angekratzt sind? Dort nicht, sie kommen offensichtlich von der Mauer. Die Mauer ist ja... Okay. Ja.
die Mauer. Ihr kommt von hier. Na, lass doch und mal die hier Mauer ist Mausfell. Also hier ist die Schlacht quasi auch. Okay. Also Mausfell ist ja hier. Gekommen. Das heißt, die kommen von da und wir kommen von da. Hm, okay. Für die Leute mit Karte, ja. Entschuldigung. Für euch leider nicht. Ihr fragt uns jetzt, worüber wir reden. Nein. Das stellen wir uns räumlich vor, das ist schon okay. Wir sind aus dem Norden gekommen und die Mauer ist im Osten. Genau. Bin da, wo sie hingehört. Wow, Heiko. Danke. Wow. Ich lasse mich selbst raus. Bitte schließen Sie die Tür hinter sich. Ja, die Sonne senkt sich auch schon langsam. Es nimmt schon so ein leichtes Zwielicht. So eine Vorlage einfach. Also, und das Schlachtfeld ist auch schon langsam mit Fackeln erhellt. Da vorne ist der König. Wir sollten ihm sofort von unseren Waffen erzählen. Und fragen, was mit meinem Lager ist. Und mit meinen Eltern. Ja, das ist vielleicht... Ja, okay. Das sollten wir zuerst fragen. Ich würde hinrennen, Hals über Kopf. Ja, ich renne mit. Da seid ihr ja. Wir geben von hinten Deckung. Ihr hört ihn direkt, als er näher kommt, rufen. Da seid ihr ja. Habt ihr was gefunden? Können wir das Exhausted eigentlich jetzt wieder wegmachen? Nein, das war keine lange Rast. Oh. Wir haben Knochen, mit denen kann man sie besiegen. Aber es wird nicht für jeden von uns reichen. Jede Maus, die bewaffnet ist, ist gut. Ich würde den Kiefer, den ich habe, abgeben. Hm. Also ihr könnt offiziell mit je 10 Knochenstücken, die ihr habt, einen Kampfbund ausrüsten. Das sind mehrere Mäuse. Habt nur 9, aber ich beug diese Regel ein bisschen. Ihr könnt einen Kampfbund ausrüsten. Okay, dann würde ich die Rippe behalten, aber den Zahn abgeben, weil ich habe noch einen Zahn. Das heißt, die Splitter müsste ich auch abgeben dann, um die auszurüsten. Genau, ihr könnt selber eine Waffe jeweils behalten und könnt dann noch quasi einen Kampfbund ausrüsten. Okay, wir können selber... Okay, dann also ich die Pfeile behalten. Also nehme ich den Zahn halt raus und lass die Rippe drin. Wie stark ist deine Rippe? W10 auch? W10, ja. Okay, wie der Kiefer. Ja, nee, dann würde ich nach wie vor den Kiefer abgeben. Ich würde einfach nur die modifizierten Pfeile behalten. Wenn meine Pfeile jetzt als modifiziert gelten, hätte ich Katzenknochen und Rippe, die ich abgeben kann. Ja, musst nur diese Stückchen da, die Splitter halt rausstreichen. Achso, aber die Splitter hat ja jetzt auch... Die Splitter hast du doch an deine Pfeile dran gemacht. Die sind ja quasi jetzt deine Pfeile. Weil sie hat ja auch Splitter. Hatten wir nur einmal Splitter? Nee, nur deine. Also nur deine Splitter musst du abgeben, die anderen Splitter können sie weitergeben. Das sind dann auch Pfeile. Okay, alles klar. Ja gut, ich gebe dann einfach, soll ich die einfach löschen, diese, kann ich die einfach löschen? Ja, da ist so ein kleines, unten rechts müsste so ein kleines Mülleimerchen sein. Okay, gut, läuft. Ich muss nur kurz hier in dem Charakter das Ganze ein bisschen so schieben, dass die auch alles haben können. Ich bin echt beeindruckt, dass wir noch leben, Mann. Steht's in einem Fritz, lebt er immer noch? Und jetzt, ihr seid nun die Helden, also ich unterstelle euch den Kampfbund. Und oh, das ist unsere? Ja, es kommen so 5, 6 Mäuse dazu. Cool. Die jetzt ausgerüstet werden mit den neuen Waffen. Wir plündern! Moment. Die agieren aber ich als eine Person. Also die agieren als ein Charakter, ne? Mhm. Sagt, hat irgendjemand hier die Familie Schimmerwisper gesehen? Sind sie wohl auf? Ich habe keine Ahnung, aber alle von draußen sind, soweit es ging, nach drin gekommen. Soweit es ging? Mit einer Käferherde vielleicht? Ich habe keine Käfer gesehen. So wie er? Ich halte Rüdiger hoch. Ich habe keine Käfer gesehen, wir hatten andere Sorgen. Er glitzert sehr schön, ja. Gut, danke für die Information. Hoffentlich haben sie es auch hier reingeschafft. Sie haben es bestimmt geschafft, Susi, ganz bestimmt. Ich hoffe es. Ich würde mich noch umschauen, ob da irgendwie ein Medizinmäuschen ist, den wir Fritz übergeben können. Du kannst, willst gerade, also ja, du siehst ein Mauster. Die sind auch dafür verantwortlich. Ah ja. Mauster, hier ist eine verwundete Maus. Da kann man die? Ja, wir werden uns drum kümmern. Aber ihr solltet ihnen die Hände lösen. Alkohol könnte helfen. Ja, er dirigiert kurz so ein paar Leute, die den Wenn ihr noch was übrig habt. Maus hineinziehen. Und als ihr dem Blicken folgt, wo diese Maus auf dem Schlitten langgezogen wird, seht ihr, wie so ein kleines Lazarett aufgebaut ist, wo schon mehrere Verwundete liegen. Mhm.
Ihr solltet die Verwundeten sehr gut im Auge behalten, nicht, dass sie sich auch verwandeln. Ihr solltet ihnen die Hände zusammenkleben. Oder festbinden. Wir würden eine Maus mit Knochen hier behalten. Sehr gut. Gute Idee, gute Idee. Nun? Eine? Ja, die kann die ja einzeln abstechen. Kann man die komischen Leute da, die Blauaugen, eigentlich auch mit Feuer töten? Hat bis jetzt noch keiner probiert. Ich finde, wir sollten das probieren. Das wäre jetzt Metawissen, das kann ich dir ja nicht sagen. Also das heißt, wir nehmen jetzt einfach eine von den untoten Leichen und zünden sie an. Aber wissen wir, welche von den Leichen untot war? Wir haben einen Schlitten, den wir nicht mehr brauchen. Es gibt sicherlich brennbaren Alkohol in Wintermaus, was auch immer, Fell. Und wir haben Fackeln. Du willst also einen Schlitten in... Molo-Slay. Ein Molo-Slay. Ja. Und was ist, wenn du die... Also ich meine, ne, wieso bin ich jetzt hier eigentlich die Stimme der Vernunft? Was ist mit euch? Was ist, wenn wir die unschuldigen, nicht untoten Mäuse treffen? Bisschen Schwund ist immer. Also das finde ich jetzt aber auch schwierig. Das könnte von mir sein. Ah, ihr seid also meiner Meinung. Sehr gut. Ihr tut euch nicht gut. Aber unabhängig davon, wir könnten doch eine Gruppe von untoten Mäusen auswählen, wo noch keiner von uns ist. Ja. Als ihr nach vorne geht... Ich glaube, das wolltet ihr jetzt tun, richtig? Mhm. In den Kampf zieht mit dem Kriegsbund zusammen. Seht ihr, wie sich vor euch die Schlacht aufbreitet. Mehrere Mäuse kämpfen und es bahnt sich so langsam ein Weg durch. Und als ihr endlich an eine Stelle kommt, wo nicht schon Kampfhandlungen stark vorgenommen werden, seht ihr, wie etwas Großes hinter einem Hügel vorkommt. Ihr seht, ihr hört ein... Ihr seht große Pranken, spitze, hängende Ohren und einen Katzenkopf, aus dem die Hälfte des Gesichtes fehlt. Und auf diese Katze... Molotow-Schlitten. Auf dieser Katze seht ihr eine... Auf dieser Katze seht ihr eine große Maus mit leuchtend blauen Augen, einem großen Stab in der Hand... Und einer Krone auf dem Kopf. Und hier machen wir eine ganz kurze Pause. Der kalte König. Ach du Scheiße. Also, bis in 5 bis 10 Minuten, wenn man kurze Pause läuft, nicht weg, holt ihr was zu trinken, geht auf Toilette, esst was. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
So, hallo, willkommen zurück. Wir haben schon mal Initiative gewürfelt, denn wir sind jetzt wahrscheinlich vor dem Endkampf. Wir sind jetzt wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich, sagt er. Vielleicht gibt es noch was Schlimmeres als den kalten König auf einer untoten Katze. Wir wissen es nicht. Ich kann aber mal ganz kurz, weil ich es gerade sehe. Es kommen gleich echte Whitewalker. Im Bruder vom kalten König auf einem untoten Raben. Nein, aber ich kann ja mal ganz kurz allen. Das ist im Übrigen die Katze. Schön ist die. Die Größe vom Kopf von dem kalten König daneben macht mir Sorgen. Ist der so groß? Nein. Also das ist eine sehr große Maus, ja. Ja, cool, das ist kein Pop-up. Das muss ich andersweitig wieder lösen. Und wir haben hier noch den König, damit ihr wisst, wie der aussieht. Der sieht so aus. Der ist eigentlich eine Ratte. Ja, der ist zumindest eine sehr, sehr große Maus. Ist es dein Onkel, Maurak? Das ist mein Onkel? Ist es dein Onkel? Ich bin auf Willenskraft, ob du ihn erkennst, nein. Das ist der Bruder von meiner Tante Mausigunde. Die dachte, sie wäre eine Maus, aber keine war. Genau, so, und wir sind jetzt im Kampf. Ihr kommt langsam an, ihr seht, vor euch bäumt sich diese Katze auf mit dem kalten König obendrauf. Und wir sind im Kampf. Die Katze darf anfangen. Gut. Und würde sogleich mit ihren Krallen einmal auf... Ach, ich würfel, glaube ich, mal ein D4. Seid bei mir untereinander, das ist ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst. Auf den Kriegsbund einschlagen. Das ist okay. Das ist keiner von uns. Danke. Bauer hat nochmal ein Reroll. Sehr gut. Macht dem Kriegsbund 2 Schaden, das heißt, es wurde ein bisschen angestreift. Sie haut mit der Kralle einmal komplett rüber und trifft 1-2 Mäuse, die aber noch stehen. Susi, ich werde auch gleich Susi, ich muss dir was erzählen. Ja, bitte, Maurach. Susi, die Augenklappe war, weil ich in meinen Spieß gefallen bin und nicht, weil ich gegen eine Katze gekämpft habe. Was? Das ist nur ausgedacht? Du hast mir selbst das Auge ausgepiekst? Ja. Wow. Ich will jetzt nicht verurteilend sein und sagen, das ist ja total bekloppt und ungeschickt gewesen. Aber Maurach, hör mir zu, wir sind hier in einer wichtigen Schlacht. Und du hast schon ein paar von diesen untoten Mäusen besiegt. Und du hast uns vor einer Schlange und einem Tausendfüßler gerettet. Ja, ja. Mhm. Ein Drachen. Ein Drachen. Und wenn jemand, wenn auch vielleicht früher mal etwas schusselig und sich selbst die Augen auspieksend, aber wenn jemand das hier heute drehen kann, dann bist du das. Okay, okay, alles klar. Ich glaube an dich. Ja. Ach, du schaffst das. Es war so schön, ich kann es lernen. Ich darf jetzt nicht emotional sein. Schön, schön war's. Das ist der richtige Zeitpunkt für sowas. Wenn ich jetzt wandere. Egal, der kalte König ist dran. Der schwingt einmal seinen Stab. Und es ploppt neben euch eine untote Maus auf. Also die ploppt nicht auf, sondern kommt aus der Menge heraus. Aus dem Boden so. Plupp. Nein, sie kommt aus der Menge heraus und kommt auf euch zu. Die hat auch schon passenderweise mit gewürfelt. Winke. Und Maurach ist an der Reihe. Ja, dann rein mit der Rippe in die untote Maus. Das waren wie 10, ne? So. Ah. Ja, du machst 2 Schaden. Gut. Du triffst sie einmal komplett durch die Schulter durch. Sie steht kurz ein bisschen benommen da und guckt dich dann weiter böse an. Ich guck böse zurück. Aus Prinzip. Die ist jetzt auch direkt an der Reihe und greift zurück an mit ihrem Schwert. Und macht 5 Schaden. Sie zieht dir also einmal das Schwert von unten nach oben drüber. Damit ist der Kriegsbund dran, der dich unterstützt. Katze muss meinen Reroll noch benutzen, bevor ich sterbe, Leute. Ich muss den noch benutzen, bevor ich sterbe. Ja, der Kriegsbund greift auch einmal mit der Rippe an. Und versucht damit die untote Maus von euch zu vertreiben. Macht 5 Schaden.
Ist die Battle-Musik nicht geloopt oder liegt das an mir? Kurz eingeworfen. Bei mir läuft die schon weiter, ja. Die geht auch 10 Minuten. Echt? Ich habe nur die Windgeräusche gerade. Okay, dann liegt's an mir. Man muss F5 drücken wahrscheinlich, ja. Mhm. Und Susi ist dran, die gerade nicht da ist. So, jetzt wieder da. Gerade F5 gedrückt hat. Och, wir haben Zeit. Ah ja, jetzt habe ich aber wieder epische Musik. Schicksal aller Mäuse! Aber ich habe keine Begegnung mehr angezeigt. Aber ich kann ja trotzdem sagen, was ich mache. Und zwar nehme ich einen Splitter in meine Schleuder und schleudere das auf die Maus, die ja noch steht, richtig? Die aufgeploppt ist, die kleine? Ja. Ja, dann schütze ich natürlich meine Freunde und nehme einen Reroll vielleicht. Nö, brauchst du nicht. Brauch ich nicht, okay. Du schmeißt, was warst du mit der eine Schlinge, ne? Genau. Genau, du haust, ziehst mit der Schlinge einen Stein nach hinten und feuerst ihn ab und triffst sie sehr gut, sodass die untote Maus einfach leblos zur Seite umfällt und das Blau in den Augen erlöscht. Da ist Gradenko dran. Ich brülle, mach den Molotow-Schlitten bereit! Und ich versuche, auf den kalten König zu schießen mit meinem Bogen. Kann ich schon auf den schießen? Du kannst auf den schießen, ja, da sitzt du oben drauf. Ich kann auf, dann schieße ich auf den. Und ich benutze meinen Reroll. Ja. 5 Schaden hast du gemacht. Okay. Jetzt. Okay, cool. Ja, du triffst ihn einmal und die Krone fällt hinunter. Und er sieht sehr böse, etwas erzürnter aus als vorher und in deine Richtung. Und damit ist die Katze dran. Die sich jetzt auf Radenko stürzt und versucht, ihn zu beißen. Also sie beißt ihn. An. Und macht 5 Schaden. Ich prangere das an. Du hast noch TP? Ich hab noch TP. Ja, dann ich war ja wieder voll nach unserer Short Rest. Ey, Spieler dürfen keine Rerolls einlösen. Das wusste ich nicht. Okay, einmal bitte wieder zurückgeben. Das ist Darf ich denn für andere Spieler Rerolls einlösen? Nein. Menno. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Was wert. Ja, die Katze greift nach dir. Du kannst noch ein bisschen zurückspringen, aber sie trifft. Also die Zähne schnappen ganz kurz an dir vorbei und du wirst getroffen, logischerweise. Und du kannst doch zurückspringen. Ich blute. Mach den Molotow-Schlitten bereit. Die kalte König ist an der Reihe. Und beschwört wieder um sich herum und es taucht wieder eine neue Maus auf. Die sich mit einordnen schwierig. Muss. Aus dem Getümmel zu euch hinvor und Maurach ist in der Reihe. Ich versuche, während die Katze nach Radenko beißt, der Katze die Rippe in den Unterkiefer zu rammen. Kannst du probieren? Also kannst du machen, ja. Das ist der Plan. Und ich mach das auch. Ja, machst du 8. Machst du 8 Schaden damit. 8? Ja. Okay. Ich rerolle mal bei einer 9 nicht, okay? Ich glaube, besser wird's das auch nicht, ne? Besser. Wofür ist eigentlich dieses komische Horn in meinem Gepäck? Ich weiß auch nicht, warum ihr das noch dabei habt. Das Horn ist wichtig. Das ist wichtig. Und es ist eventuell von Susi und Maurok so ein bisschen angesammelt. Eventuell, ja. Ist schwer zu pusten. Extrem schwer. Es ist das schwierigste Instrument, das ich je in der Hand hatte. Habt ihr versucht, mit dem zu knutschen, oder was? Wir haben geboostet, aber es kam halt mehr anderes als Luft raus. Ja. Ach so. Gut, die neue untote Maus ist dran und sie stürzt sich auf Susi von hinten. Oh no. Wie unverschämt. Ja, mit einem Dolch. Boah. Und wow. Macht 6 Schaden, ja. Aua. Also kann kommt ich, von hinten. Susi noch leben? Also Susi, du stehst da, du guckst nach vorne noch, weil vor dir das ganze Getümmel ist und plötzlich spürst du von hinten einen stechenden Schmerz im Rücken. Was so? Aua. Ich weine so ein bisschen. Der Kriegsbund ist dran, er hört natürlich dein Flehen.
und greift die Maus an. Aber nur mit Katzenknochen. Können wir Rüdiger mit einer Brandbombe zur Katze schicken? Wir werden nicht Rüdiger opfern. Wenn wir schon alle sterben, dann lass doch wenigstens Rüdiger überleben. Was ist denn mit denen? Well. Rick. Einen Schaden halt an der, Untoten aus hinter dir. Und Susi ist an der Reihe. Ja. Schmerzerfüllt würde ich mich umdrehen zu dieser Maus, die mir gerade ein Dolch in den Rücken gerammt hat, frecherweise. Und da ich nur Splittergeschosse habe, die steht zwar direkt vor mir, aber entsprechend halte ich auch direkt auf ihren Kopf und hoffe, dass ich irgendwie schaffe, nicht daneben zu schießen dabei. Also auf wen schießt du nochmal? Das habe ich kurz verpasst. Auf die untere Maus. Auf die Maus, die mich angegriffen hat. Ja, machst 3 Schaden. Ja. Ja. Die steht noch, aber die ist auch noch nicht wieder dran gewesen. Radenko. Verwundet wie ich bin, halte ich an meinem Plan eisern fest und schieße weiter auf den kalten König. Willst du das? Stirb, du König! Yes, ja, eine Sache! Nicht schlecht. Es geht ins Auge. Ah, aber nicht in meins. Die Katze ist dran und sie hat sich irgendwie für Mausfell! Radenko ausgesucht und schnappt nochmal nach dir. Während ich hier mit der Rippe in ihrem Unterkiefer hänge. Ja. Kann jetzt endlich mal jemand den Molotow-Schlitten unter diese scheiß Katze schieben? Ja, wer macht eigentlich den Molotow-Schlitten? Du ziehst es ja raus. Du müsstest es nur jemandem befehligen. Auf jeden Fall hast du 2 Schaden genommen jetzt. Ich schreie doch die ganze Zeit, dass sie das machen sollen. Es hört nur keiner auf mich. Ja, der König ist wieder dran. Der ploppt wieder irgendwo eine Maus auf. Macht er irgendwas Cooles? Der macht gerade nichts Cooles. Der setzt eine Runde aus. Cool. Und es kommt trotzdem eine Maus noch dazu gerannt. Eine Untote. Natürlich. Unverschämtheit. Ich hab das mir nicht ausgedacht. Steht so drin. Die machen Sachen, ohne befehligt zu werden. Das ist blinde Wut. Naja, sie kommen halt. Warum sind die untoten Soldaten effizienter als unsere? Das kann so, doch nicht sein. Maurer ist in der Reihe. Ich würde wieder versuchen, nachdem ja die Katze jetzt wieder nach Radenko geschnappt hat, würde ich wieder versuchen, ihr die Rippe in den Kopf zu rammen. Das ist erneut der Plan. Ich würde nochmal werfen. Ja. Wow. Ah, das ist jetzt zwar der letzte Reroll, aber komm. Haben die Mods heute noch was zu tun? Besser als eins wird's. Ja, okay. Sehr gut. Danke. Ich würde ja einen neuen kaufen, aber ich darf. Die nimmt nur 4 Schaden, aber immerhin. Ja, die nimmt nur 4 Schaden, genau. So, die ist tot. Die ist noch dran. Die muss aber würfeln, ob sie angreifen kann. Kann sie nicht. Sehr gut. Damit ist der Kriegsbund dran. Der greift wieder die Maus an dahinter durch. Die an Susi dran ist. Rächt mich. Und macht dort 5 Schaden an der Maus und die ist damit Geschichte. Eis. Damit ist dann Susi dran. Ich jetzt mal um Feuer kümmern. Ich werde erstmal meine beiden Splitter, die ich in diese Maus reingeballert habe, wieder aufheben wollen. Ich muss ja ein bisschen Munitionsmanagement betreiben hier. Mhm. Ist das eine Aktion dann oder nee, kann so ich machen. Noch angreifen? Okay, Musst die auch nicht rausziehen, du hast sehr, sehr viele Splitter, also du hast genug Munition. Achso, ich dachte, ich habe nur die 3. Nein. Das ist die Abnutzung. Hab ich falsch verstanden. Nee. Du hast eigentlich unendlich quasi. Okay, alles klar, dann muss ich doch kein Munitionsmanagement betreiben, das ist wundervoll. Ich würde mal mich um diesen Molotow-Schlitten kümmern. Mhm. Ja. Was machst du genau? Ich nehme den Schlitten, tränke ihn in den Alkohol. Mhm. Eine Nutzung beim Alkohol weg auf jeden Fall. Bitte? Eine Nutzung beim Alkohol weg. Ich hab dir ja gar nicht all drin im Inventar. Oh, scheiße, wer hat Alkohol? Wir sind im Mausfeld, es gibt Alkohol. Hol welchen aus meiner Dose. Hast du welche mitgenommen vorhin? Hast du es gesagt?
Ich hab doch gesagt, wir machen einen Molotow-Schlitten. Ja, aber es hat ja keiner zugehört. Ich fühle mich um meinen Molotow-Schlitten betrogen. Aber du kannst gerne mal... Okay, ich schau mich um, ob da Alkohol ist. Nee, aber Heiko, würfel mal einen D2. Bei einer 2 gibt's jemanden, der Alkohol mitgebracht hat. So ein D2-Würfel? Ja, eine Münze würfeln quasi. Slash RD2. Bei einer 2 gibt's den Alkohol. Gut, gibt keinen Alkohol. Wow. Okay, never mind. Ich stelle fest, ich habe irgendwie nichts, um einen Molotow-Schlitten zu basteln. Also zücke ich meine Schleuder und schieße mit auf den König. Mhm. Gute Idee. Hey, Katze muss auch weg, aber ist irgendwie schwierig. Ich mache das mit der Katze. Es wird 100 Jahre dauern, aber ich bemühe mich. Ein Reroll habe ich noch, ne? Den brauchte ich ja vorhin nicht. Dann würde ich den jetzt einsetzen und hoffe, dass da keine 1 steht. Ich hoffe einfach, dass die Schlange stirbt, wenn wir ihr den Kopf abschneiden. Du bist auf jeden Fall dran. Ja, kalter König, Bogen, go! Damn you! Eine 1. Hast du noch einen Reroll? Nee, ne? Nein. Dann? Ich durfte mir ja keinen kaufen. Ja gut, bei sich selbst kaufen ist halt auch ein bisschen komisch, ne? Ich hab da keinen Schmerz mit. Selber kaufen ist unfair. So, die Maus ist wieder dran, also die gerade dazugekommen ist. Und die greift Radenko an. Unverschämt. Ich prangere das an. Mit einem Schwert und macht 4 Schaden. Aua! Aua! Mein Jenner! Nein, ich stehe noch. Aber gleich ist die Katze dran, also nicht mehr lange. So, ja, die Katze ist dran, genau. Die wird jetzt versuchen, die sind auf uns gestellt. Okay. Maurach zu beißen. Also die beißt jetzt mal nach Maurach. Der unten. Das ist ja nett. Eine 1. Das war jetzt verkehrt, das war so, muss es sein. Schnappt also nur ganz knapp vorbei, sodass sich ein Zahn noch streift. Der König ist dran. Macht er sonst was? Der kann ja eigentlich auch zaubern oder so. Nee, das macht er nicht mehr. Dann kommt trotzdem eine Maus dazu. Es kommt wieder eine untote Maus dazu. Natürlich. Und mach was dran. Okay, nachdem die Katze nach mir geschnappt hat, versuche ich ihr jetzt den Knochen in den Kiefer zu schlagen. Okay. Ja, waren 2 Schaden, ne? Ja. Ne, 4. Moment. Ja, damit ist der Kriegsbund dran, der jetzt auch eine Schleuder verwendet wahrscheinlich. Mit Zähnen wirft. Nach dem König. Yes! Yes! Und den König trifft. Einer der Zähne vom Kriegsbund fliegt so gut und landet beim... Also die schmeißen die halt, ne? Zähne... Wieso Speere? Wie Wurfmesser. Wieso Wurfmesser oder so kleine Speere oder sowas. Und landet beim toten König genau im Brustkorb. Dieser fällt rücklings von der Katze. Das Leuchten. War nur möglich dank meiner Vorarbeit. So. Um euch herum, alle Untoten um euch herum, fangen an, sich aufzubäumen. Die Katze bäumt sich auf. Es gibt einen Heiden. Ins Mark erschütternden Schreien um euch herum. Wie so ein Gekreische. Und mit einem Moment ist es totenstill. Haben wir gewonnen? Ich glaube, wir haben gewonnen. Um euch herum leuchtet es noch etwas blau, so über dem Boden, aber es wird langsam schwächer und löst sich auf. Die Katze vor euch ist nicht mehr als ein Haufen Knochen. Ich bin immer noch wütend. Ich schlage trotzdem mit meinem Knochen auf die Katze ein. Wartet, wartet, Maurach, Maurach, wartet, wartet. Lass lieber die Knochen in die Waffenkammer bringen. Und hinter der Katze steckt ein großer, blau leuchtender Speer im Schnee. Auf den kannst du einschlagen.
Auf die Gefahr hin, dass mich der umbringt, krall ich mir den. Okay, ich geh mal ins Lazarett. Explodiere ich jetzt? Nein. Machst du den kaputt? Nein, ich krall mir den nur. Dann kriegst du jetzt... cool, wir haben eine hast du noch Platz im Inventar? Das macht nichts, dann lasse ich den Haken fallen. Boah, dein geliebter Haken. Ja, den Haken, den hole ich mir vom Schlachtfeld wieder. Kann ich den einfach rüberziehen? Wieso habe ich den nicht als... Oh, das ist echt eine Waffe? Ach, schau an. Ja. Cool. Dann lasse ich den Haken fallen. Ich würde den Haken mitnehmen. Ja, nimm den Haken mit. Ich trage ihn für dich. Nimm meinen Haken. Die Tontoten um euch herum fangen auch langsam sehr, sehr schnell an, sich in Nebel aufzulösen, so leichter Ruß, Staub, und der Wind trägt das Ganze weg. Und ihr seht nur noch diese verwirrten Soldaten von Mausfell, die irgendwie noch, einer schlägt noch so ein bisschen benommen, wo sich in die Luft, weil dort eigentlich noch jemand stehen sollte, andere knien auf dem Boden. Die Schlacht ist gewonnen. Was? Ich traue dieser plötzlichen Ruhe nicht. Aber dankbar bin ich schon und reibe mir so ein bisschen die Wunde. Ich stütze mich so ein bisschen auf dem Speer. Ist es vorbei? Fürs Erste scheint es das zu sein. Wir sollten zurückkehren. Zum König. Ich bin noch nicht... Wenn ich jetzt wahnsinnig werde, weil ich den Speer angefasst habe, könnt ihr mich dann abstechen? Wir werden dich nicht abstechen müssen. Okay. Guckst du den Speer ein bisschen genauer an oder nimmst du ihn einfach nur so... Nee, ich würde gerne mal... Weiß ich nicht. Gern mal gucken, aus was er ist. Und... Scheint das Holz zu sein. Und oben ist offensichtlich ein Knochen dran, als Spitze. Kann ich erkennen, ob es derselbe Knochen ist wie... Bist du Knochenexpertin? Knochen ist Knochen. Nein, ist halt Knochen, okay. Kann ich noch irgendwas anderes sehen? Hängt irgendwas dran? Ist irgendwie, weiß ich nicht... Es sind so ganz leichte Runen eingeritzt in das Holz. Erkenne ich die? Nee. Nein. Erkennt einer von euch Runen? Wo sind die Mauster? Sind nicht Mauster da? Können wir zu den Maustern gehen und die Mauster fragen? Stimmt, Radenko ist, glaube ich, schon relativ kaputt, ne? Radenko ist ziemlich fast tot. Ich bin noch okayisch. Ja. Radenko hat es voll zerfetzt. Ich habe zwei Trefferpunkte. Aber ehrlich gesagt würde ich auch gerne mal so einen Moment umfallen, wenn es geht. Wenn wir irgendwo hingehen können, wo ich mal einen Moment umfallen kann, würde ich das voll gut finden. Ja, lass uns zum Lazarett zurückziehen. Geht zurück, geht an... Folgt einfach den Blutspuren von Radenko. An teilweise feiernden, an teilweise starr schauenden Mäusen vorbei. Und vor Mausfell... Blauen Augen. Vor Mausfell seht ihr schon, wie Edda der Starke euch empfängt. Ihr habt es geschafft. Sie haben uns auch ganz gut geschafft. Ja, haben wir es geschafft? Lasst euch verarzten. Und nach kurzer Zeit des Verarztens, ihr dürft jetzt einmal eine volle Erholung machen quasi. Das heißt, die Fatigue ist auch weg. Fatigue ist auch weg. Und was heißt das für die Trefferpunkte? Ja, voll. Alles wieder voll. Ach was? Okay. Nice. Aber wahrscheinlich bin ich trotzdem eingewickelt wie so eine Mumie. Ja. Aber was ist nur geschehen? Warum haben sie sich in Luft aufgelöst? Nun, es... Also der Mauster ist auch mit dabei. Nun, kommt doch erstmal rein ins Warme. Wir könnten das, glaube ich, oben im Thronsaal bereden. Meinen Sie nicht, Lord? Zündet ihn an! Zündet alles, was übrig ist, an! Außerdem Katzenknochen, zündet die nicht an. Aber zündet sonst alles an. Nicht die Katzenknochen, aber sonst alles. Zündet es an. Ja, ja. Bis auf die Katzenknochen, die sollten in die Waffenkammer. Ja. Oh. Wie geht's sonst immer noch? Alles anzünden. Alles. Ich bin fast von einer untoten Katze gefressen worden.
Ich möchte gar nicht wissen, wie es in ihrem Magen gewesen wäre. Hätte sie mich überhaupt noch verdauen können oder wäre ich auf ewig halbtot in diesem Magen gelegen? Du wärst schon irgendwann gestorben, dann denkst du, das wäre ja verhungern gewesen. Ja, du wärst irgendwann einfach mit rausgefallen, wenn sie zerfleddert genug ist. Oder so, ja. Ja, bestimmt alles gut gegangen. So, Edda und der Maus, da machen sie jetzt auf Richtung Thronsaal und haben euch eingeladen mitzukommen. Geht mit. Ihr geht mit und als ihr tiefer nach Mausfell reinkommt, hört ihr plötzlich ein: Susi! Ich drehe mich um. So schön. Stehen dort deine Eltern und die kommen freudig auf dich zugerannt. Du lebst! Es geht euch gut, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ja, wir sind relativ zügig reingekommen. Die Käfer sind weggeflogen und haben sich etwas verteilt. Ich weine. Aber ich tue so, als würde ich nicht weinen. Ich hatte so, als hätte ich was im Auge. Wir sind auf dem Weg zurück mit Fritz bekannt geworden, einer verwundeten Maus. Und er wurde an unserem Hof angegriffen. Ja. Ich habe ihn zwar gefragt, ob er euch entdeckt hat, aber er sagte, es war niemand zu sehen. Und ich habe so gehofft, dass ihr zurückgekommen seid. Aber ich wusste nicht, ob ihr zurückgekommen seid. Und ich war wirklich völlig aufgelöst vor Sorge. War das so eine Maus mit so einem Schlappohr? War es, glaube ich, oder? Ja. Ja. Der hat uns verteidigt. Nicht viel gesehen. Er hat euch gerettet? Ja, er hat uns aber nicht gesehen. Er hat nur als Ablenkung gedient, quasi. Jetzt bin ich doppelt froh, dass wir ihn hierher zurückgebracht haben, um verarztet zu werden. Ich hoffe, er wird auch wieder fit. Ja, wir können später wieder reden, wahrscheinlich. Ich glaube, guckt so nach oben zum Lord. Ich glaube, ihr habt wichtige Dinge zu bereden. Ja. Ich umarme sie noch, bevor ich zurückgehe. Oh, diese elende Kälte. Ich glaube, ich kriege einen Schnupfen. Da ist der Wind. Das ist dein Problem? Du kriegst einen Schnupfen? Ja, geht hinein in den Thronsaal. Ihr werdet gut versorgt. Das heißt, eure Wunden sind tatsächlich jetzt einfach wieder weg. Was habe ich hier eigentlich drauf liegen für eine Musik? Ja, die kann man nehmen. Die schwermütige Musik des Nachkrieges. Und kommt zusammen mit dem Mauster und Lord Eddard, der Starke, zusammen. Wie habt ihr das geschafft? Was ist euch in der Zitadelle widerfahren? Ihr werdet das wahrscheinlich. Diese Dinge. Nun, wir wurden von den Maustern beauftragt, unter die Zitadelle zu gehen, in die Rohre. Und das war scheiße gruselig. Es war wirklich sehr gruselig. Wir mussten uns an einer Spinne vorbeikämpfen und einer Kreatur mit vielen, vielen Beinen, um dann ein Skelett zu finden, einer Katze. Aber dieses Skelett wurde von Drachen bewacht. Also einen Drachen, Einzahl, Plural wäre noch furchtbarer gewesen. Wenigstens so groß wie zwei. Und von diesem Katzenskelett konnten wir ein paar Knochen mitbringen. Und nach den Maustern ist das die Waffe gegen die Untoten. Und das hat sich als wahr erwiesen. Sehr gut, ohne euch wäre Mausfell gefallen. Dann wäre es Mausfall geworden. Hab ich auch gerade gedacht. Ja. Besser als Mausfalle. Wir werden ein Fest zu euren geben morgen. Ruht euch erstmal aus, geht zu euren Liebsten. Draußen. Mein Lord. Ja. Oh Lord, also, mein Lord. Ja. Ich möchte euch bei eurer Ehre daran erinnern, dass ihr diesen tapferen, mutigen, einfachen Mäusinnen versprochen habt, sie in den Adelstand zu erheben. Ja, das wird morgen feierlich geschehen zur Feier des Tages. Ja, mit Etiketten. Bin ich in der Thronfolge weiter nach oben gerutscht? Er berät sich kurz mit dem Maus da so ein bisschen getuschelt. So. Nein. Ja. War doch klar, dass all diese 72 Feiglinge nicht an der Front kämpfen. Dafür bewundere ich euch, Lord Eddard. Also, ihr steht wenigstens an der Front. Wir haben die Toten noch nicht gezählt. Es kann sein, dass ihr nach vorne gekommen seid, aber nicht von unseretwegen. Hätte beinahe dazugehört. Beinahe.
wenn nicht im letzten Moment die tapferen Mäuse des Kriegsbundes den König gefällt hätten. Okay, so den ich, wie ich erwähnen möchte, vorher mit 3 oder 4 Pfeilen bearbeitet habe. Hey Susi, ich habe jetzt gegen eine Katze gekämpft. Was hast du? Wirklich? Du kannst einfach weiter behaupten, dass das die Story für deine Augenklappe wäre. Danke, du verletzt es niemanden. Lord, draußen ist jetzt ein weiteres Katzenskelett. Wir können nicht wissen, ob die Untoten vielleicht nochmal wiederkommen. Also sollte es verwertet werden zu Waffen, damit wir gerüstet sind. Selbstverständlich, ich werde es anweisen. Und was habt ihr dort für einen Speer in der Hand? Das ist meiner. Leuchtet sehr blau. Ja. Der sehe ich schon immer. Das ist der Schimmerwisper-Glitzer. Was ist das? Von einem blauen Käfer. Na, Susi hat viele Käfer, das könnte sein. Ja. Aber vielleicht sind es auch nur die Schmerzmittel. Nun, vielleicht solltet ihr ihn nur mal zum Mauster geben, zur Untersuchung. Und dann als Lohn für eure Taten erhalten. Das ist aber ja der, ich finde keine Ausrede, aber ich überlege mir eine. Ich finde, dieser Speer wäre ein wundervolles Wappen für das Haus Haferflocke. Ja, genau. Der sollte unbedingt auf dem Haferflockenwappen sein. Unbedingt. Ja, aber wir würden ihn trotzdem gerne untersuchen. Na gut. Du kriegst ihn ja wieder. Und ich tätschel dir so auf die Schulter. Und dann kann man auch gleich Abzeichnungen machen. Für aber das die Wappen. Rippe behalte ich. Ja, gewiss. Okay. Ich hätte gerne einen Schimmerkäfer für das Haus Schimmerwisper. Sehr gern, wir geben das Ganze in Auftrag. Ihr könnt euch auch morgen noch die Wappen aussuchen. Ich würde es gern umfallen. Ich bin nicht mehr stark genug, um den Speer gegen sie, um mich zu wehren, dass sie mir den Speer abnehmen wollen. Ja, sie ziehen so ein bisschen dran, du hältst so ein bisschen, wenn man es nicht weggeben möchte. Du gibst immer so ein bisschen nach, aber hängst noch mit der Hand dran. Und so irgendwann ungefähr, ja. Musst du dann wohl nach klein beigeben und den Speer ab. Dabei nur so Quengelgeräusche, so. Ja, am nächsten Tag, ihr konntet euch kurz mit euren Familien, euren Zuhause austauschen oder wieder neu eindecken, kommt ihr wieder nach oben und werdet erst einmal einen Seitenraum geführt, in der Ankleider stehen. Was ist das? Leute, die dich ankleiden. Ich kann mich selber höfischen. Ankleiden. Ihr seid nun von Adel, das heißt, ihr müsst auch von Adel Kleidung tragen. Komm, das ist alleine. Jetzt ist aber dann zuppelt seht ihr mich ja nackig. Zuppelt so. Das sind wir gewohnt, das ist kein Problem. Nein. Und in der Zeit kriegt ihr schon so Maßbänder angelegt. Ihr Körper. Badenko wird auch nur eingekleidet. Als ja, Denko, kriegen wir jetzt die Etiketten? Ja, jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Hier gibt es gleich neue Kleidung von königlichem Hause. Sie sollten sich sehr geehrt fühlen. Aber ich mag meine Kleidung. Schau mal, Maurach, hier in dem Kleid ist ein Etikett drin. Ja, sind das die Etiketten? Das müssen die sein. Klein. Das sind Menschenschriebsel, geheime Schriften. Etiketten sind der Anstand, den sie noch kriegen werden. Der kommt leider nicht mit dem Titel. Die Etiketten werden geregnet? Ich komme nicht mit. Und du kriegst in dem Moment etwas übergeworfen. So. Bin ich woanders oder bin ich auch da? Du bist auch da. Okay. Das sind so Trennwände dazwischen, so Parawände. Okay. Aber, also ich höre, ich sehe euch. Okay. Ich will meine sehen nicht, aber erkläre ich euch. Das erkläre ich euch alles ganz in Ruhe. Nein, passt da ein bisschen auf, da hat eine untote Katze reingebissen. Ja, nicht, dass ihr das neue Gewand vollblutet. Also ich nicht, mich dazu bringt, das neue Gewand vollzublutet. Ihr könnt mich nicht ja auch noch ein bisschen. Also das, was Susi über den Kopf gezogen bekommt, da ist so ein Loch drin, die Ohren stüpsen ein bisschen, mit ein bisschen Gewalt kommt dann der Kopf so oben raus.
Wenn ihr euch nicht wehrt, tut es nicht so weh. Uiuiui. Ich denke, ich wusste gar nicht, dass der Adel so viel über sich ergehen lassen muss. Ja, und es wird überall wird so ein bisschen gezogen, gekniffen. Ab und zu wird ja einen kleinen Piekser von Nadeln beim Abstechen. Wenn ich angezogen bin, würde ich fragen, sind die Damen ausreichend bedeckt? Bevor ich hinter der Trennwand vorkomme. Ich box einen. Aua! Der Adel wird auch immer frecher. Ach, was ist nur aus dem Adel geworden? Wir sind zum Adel geworden. Sind die Damen ausreichend bedeckt? Ja, gewiss, gewiss. Da komme ich mit den neuen Klamotten. Ah, seht mal, das ist doch schick. Jetzt lasst es einfach über euch ergehen. Dann gehen wir zum Lord und dann könnt ihr wieder eure alten Fetzen tragen, wenn euch das lieber ist. Wenn ihr einmal adelig seid, könnt ihr machen, was ihr wollt. Es handelt sich um einen grünen Samtstoff mit so Rüschen an den Ärmeln, an den Armen und am Hals. Die Rüschen sehen ja albern aus, Radenko. Bei dir wird im Moment auch ein Rüschenhalskragen an das Kleid genäht. Das passt nicht in die Welt von Radenko. Ich nehme keine Rüschen. Wer mir Rüschen annäht, den werde ich boxen. Nun, die gehören zur höfischen Etikette. Ich drohe ihm an, ihn zu boxen. Jetzt wehren Sie sich bitte nicht. Ich bin kein Untoter und auch kein König. Lasst es einfach über euch ergehen. Ihr könnt euch ja nachher wieder umziehen. Okay. Aber wenn wir vor den Lord treten und ihr in den Adelstand erhoben werdet, da solltet ihr natürlich auch aussehen, als gehöret ihr zum Adelstand, nicht wahr? Aber der hat mich doch in meiner Rüstung gestern gesehen. Und in diesem Moment merkt Maurach, wie es plötzlich um die Taille etwas enger wird. Es wurde offensichtlich ein Bindfaden darum gezogen, festgezogen und verschnürt. Nun haben sie auch eine gute Taille, da sieht es gleich viel besser aus. Ich kann nicht mehr atmen. Atmen ist nicht für den Adel, das ist für den Pöbel. Wer gut aussehen möchte, muss halt eben ersticken. Dem Erstickungstod nahe sein. Atmen. Okay. Wer dem Tod nahe ist, kann ihn besser besiegen und sie haben ihn ja bereits besiegt. Ja, das heißt ja auch, dass ich jetzt nicht sterben muss, oder? Nein, wir lassen immer genau so viel Luft, dass sie noch genug Atemluft bekommen, um nicht tot umzufallen. Aha. Aber passen Sie beim Essen etwas auf, nicht zu viel, sonst wird es blau vor Augen. Mhm. Aber ich dachte, es gibt ein Festmahl für uns. Ja, das gibt es. Was wir offenbar nicht essen dürfen. Na, das ist ja großartig. Warum wollen alle in den Adel? Und jetzt wird auch bei Susi ein bisschen die Luft knapper. Also, sobald ihr sitzt, keinen Käfermist ausmisten. Sobald ihr sitzt, könnt ihr ja die Fäden ein wenig lockerer machen, das merkt dann keiner mehr. Okay. Außerdem sind im Unterkleid sicherlich auch Taschen, wo ihr ein paar Essensreste, ihr wisst schon, für später. Nehme ich mit. Wünschen die Damen in Taschen? Taschen bitte. Dann werden wir welche annähen. Er schnipst kurz und zwei Mäusinnen kommen und nähen euch noch schnell Taschen. Wie, das ist noch nicht vorbereitet. Wolltet ihr ihnen etwa die größte Freude des Adels nehmen? Ich meine, nur die ganzen geheimen Taschen, wo man das Geld des Pöbels reinstecken kann. Und ich zwinkere Maurach zu. Ah, Nein. Ich hätte gerne doppelt so viele Taschen. Diese Taschen sind eigentlich nur für die männlichen Mäuse vorgesehen gewesen. Na und? Sie sind keine männliche Maus, soweit ich das begutachten konnte. Woher wollen Sie das denn wissen? Sie waren gerade nackt. Fest dazu als jede männliche Maus. Also ich finde, wenn wir schon so wenig atmen dürfen, und dann haben wir uns wenigstens Taschen verdient. Und ja, sie kriegen doch Taschen. Wenn wir männlich genug sind, um in den Krieg zu ziehen, dann dürfen wir auch Taschen haben. Nein, beim Kriegsrecht wird keine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern gemacht. Aber bei Taschen. Taschenrecht auch nicht. Doch, bei den Taschen schon. Das ist das alte Edikt von 1204, Absatz 4, jetzt Absatz 3, Nummer 24b. Ich krieg jetzt hier Taschen. Wir nähen doch schon die Taschen an. Ja, okay. Ich glaube, mit diesen beiden Mäusinnen im Adel muss sich der Adel auf ein wenig Emanzipation einstellen. Und es wird höchste Zeit dafür. Er seufzt ein Danke, wenig. Danke, Radenko. Früher war es besser. Ich prügel dich gleich zu früher. Drohen Sie mir etwa Gewalt an, der Herr.
Radenko ist zu viel mit uns abgehangen einfach. Genau. Nun denn. Ihr wisst schon, dass ich und diese beiden Mäusen mit dem Kriegsbund den Kalten König erlegt haben, oder? Ja, das ist uns bewusst, aber sie sind jetzt unbewaffnet und in meiner Hand. Außerdem also, möchte ich sie nur einkleiden. Angucke, dann habe ich einen Bogen und ein Degen bereit. Außerdem möchte ich sie doch bloß einkleiden. Ich möchte ihnen doch etwas Gutes tun. Ich lasse mich einkleiden, aber ich klaue eine Schere. Jetzt gib den Frauen Taschen. Du merkst auch, wie um deine Taille es etwas lockerer wird. Ach, einer der Mäuse, die dir die Taschen angenäht haben, zwinkert dir ein bisschen zu. Danke. Bei Susi ähnlich. Danke. Nun kommen die Frisuren dran. Frisuren? Nun schauen Sie sich doch mal Ihr Fell an. Hat, reibt sich die Pfoten. Mein Fell ist super. Nein, es muss gekämmt, gebürstet und gewaschen werden. Oh, da bin ich tatsächlich sehr gerne für zu haben. Voll klug, dass Sie sich vorher eingekleidet haben. Ja, dann müssen wir nämlich nur die Gesichter waschen. Ich lege Wert auf ein gepflegtes Fell. Ja, ihr werdet noch ein bisschen gebürstet und gekämmt. Nicht an der Augenklappe. Nein, nein. Und nach gut einer Stunde oder so seid ihr fertig. Und jetzt seid ihr entlassen. Ihr dürft in den Thronsaal betreten. Ich will trotzdem meine Schere klauen. Ich habe noch ein wenig verzieren. Musst du auf Geschicklichkeit würfeln. Okay. Ich mache mir ein bisschen Glitzerstaub auf die Augenlider und fühle mich sehr schick dabei. Aber mit Nachteil. Würfel einfach ein zweites Mal, dann nehmen wir den schlechteren als den höheren Wert. Beide geschafft. Nice. Das ist meine Schere. Ja, du schaffst es, eine Schere in deine Tasche zu stecken. Ihr kommt zum Thronsaal. Wenn wir rausgehen, dann schneide ich den Bindfaden ab. Der macht, dass meine Taille nicht atmen kann. Und dann gebe ich die Schere der Susi. Direkt mir die Schuld zuschieben, die Beweise. Du kannst mir die Schere wiedergeben, aber schneide den Bindfaden ab. Okay, Schnips. Dankeschön. Könnt ihr vielleicht noch ein wenig von eurem Glitzer auf ihre Augenklappe? Ja, oh ja, schau mal, wie schön ich bin. Guck, sie glitzert. Ja, kann ich auch ein bisschen haben? Na klar. Patsch, patsch. Vor euch wird die große Metalltür geöffnet, also die Alu-Blech. Dings, die zur Seite das geschoben. Wellblech. Das Wellblech zur Seite geschoben. Und in dieser großen Halle, die euch mit Wärme schon entgegenströmt, stehen sehr, 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 sehr viele Mäuse links und rechts postiert. Viele haben etwas zu essen und zu trinken in der Hand. Und in der Mitte wird ein Gang freigemacht für euch. Und am Ende des Ganges stehen so ein paar Stufen und dort steht der Thron, vor dem Edda der Starke sich nun erhebt. Ihr steht quasi jetzt vor einer Menschenmasse, die einen Gang für euch freigemacht hat. Und alle Blicke richten sich auf euch. Hi. Hallo. Hi. Geht langsam vorwärts. Denko, Etiketten. Ihr geht vorwärts. Mhm. Ja. Die kann ich leider nicht spielen, Aradis. Wir gehen vorwärts. Ja, ihr geht vorwärts. Und als ihr am Thron ankommt, gehen alle um euch herum in die Knie. Nun, ihr seid die Retter von Mausfell. Erhebt euch nun alle wieder zusammen und alle stoßen auf euch an einmal ganz groß. Und es gibt ein unverständliches Schreien quasi, so ein bisschen. Rufen. Ein Toast. Hm. Hiermit ernenne ich euch, Eddard der Starke, zu den Wächtern des Reiches und erhebe euch, Maurach und Susi. Ihr überlegt nach dem Nachnamen. Schimmerwisper. Schimmerwisper. Und Haferflocke. Und Maurach Haferflocke zum Adel. Damit sind eventuelle Straffälligkeiten auch verfallen, sagt er etwas leiser. Und zur Feier und Anerkennung eurer Glanzleistungen habt ihr Heraldik verdient. Er dreht sich um und zeigt auf Schilde, die so ein bisschen so Walnüsse sind quasi, die ein bisschen schöner geformt sind.
Und da ist, ist so die Wappen drauf gemacht. Für Schimmerwisper gibt es einen Käfer, war das, glaube ich, nicht wahr? Mhm. Und für Maurach ist das der Eisspeer, den du dir gewünscht hast. Vielleicht kriege ich den Speer auch wieder mit, dann ist das okay. Du hast doch gesagt, du wolltest den Speer auf dem Wappen haben. Ja, ich wollte den Speer haben. Ich will den echten Speer auch wieder haben. Ja, will ich auch wieder. Das ist mein Speer. Ihr kriegt erstmal die Wappen überreicht. Und dazu noch kommt noch zwei, drei Diener an mit Sachen, die in Tücher eingewickelt sind. Und jeder Diener bleibt vor euch stehen und hält es hoch, geht in einen tiefen Knicks, wickelt es auf. Vor Susi findet sich eine sehr gut gefertigte, aus echtem Leder bestehende Schlinge. Für Radenko gibt es ein Schwert, was sehr gut und meisterhaft gefertigt wurde. Und für Maurach entpuppt sich der Speer wieder hervor, den du bekommst. Nun lasset uns feiern, dass Mausfell ein neues Jahr übersteht und die Gefahr jenseits der Mauer fürs Erste zumindest wahrscheinlich für immer gebannt ist. Fürs Erste zumindest? Fürs Erste wahrscheinlich für immer! Yay! Und naja, ich nicht bin schon sein, eineinhalb Jahre alt. Wir haben mehr Katzen. Wer weiß, ob ich den nächsten Winter noch überlebe. Und damit schließen wir die Kampagne Mäuse im Winter. Ein Mausritter-Abenteuer. Haben wir es echt geschafft zu überleben? Alle schon. Vollgas. Es war aber manchmal knapp. Also wenn ich manchmal nicht eine 1 gewürfelt hätte beim Schaden. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, ne? Also wenn der eine Treffer nicht richtig schlecht gewürfelt hätte, dann wäre Denko jetzt bei dieser Party nicht mehr anwesend. Das vielleicht noch durch die Stärke, je nachdem. Und die Katze hätte halt auch durchaus besser würfeln können. Nee. Die hat ja auch immer so ein Medicore gewürfelt. Meine Hitpoints sind nicht schlecht, aber meine Stärke ist richtig kacke. Tja, ich habe Helden, Leute. Das war okay. Wie hat es euch denn gefallen? Ne? Also erstmal, wie hat es euch da draußen gefallen und wie hat es euch da draußen gefallen? Also ihr seid zwar auch draußen, aber ihr seid jetzt hier drin im Stream, deshalb seid ihr drin und die sind draußen. Eigentlich sind sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir die Reihe durchgehen? Und ist vielleicht. Wir können gerne wieder mit wir können ja auch direkt noch die Vorstellung machen, dann könnt ihr dabei sagen, wie es war. Mit Steffi anfangen. Ja, ich fand's voll toll, tatsächlich. Ich hatte gar nicht gedacht, dass wir alle überleben werden. Und ich war ein bisschen gerührt, als Susi ihre Eltern wieder getroffen hat. Und ja. Ja, dann kannst du gleich noch erzählen, was du als nächstes machst, wenn man dich als nächstes sieht, weil dann müssen wir nicht nochmal die Runde rum. Achso, als nächstes sieht man mich morgen um 10 bei Twitch und wir trinken so ein bisschen Kaffee und spielen ein bisschen Genshin Impact. Das ist so der Plan. Kaffee und Genshin Impact. Dankeschön. Ja, dann ist jetzt die werte Susi alias Kosiko Akuma oder auch Fenya dran. Ach ja, das mit den Extrawürfeln, danke für die übrigens. Oh ja, danke für die Extrawürfe. Die haben uns auch ein bisschen gerettet, ne? Schon. Sind schon ach, beschränkt. Ich wollte beim Reroll eigentlich rufen, für die schwarze Seele des Todes! Hab ich vergessen. Jetzt ist es da. Ja, ich fand's auch richtig schön. War ja auch mein erstes Maus-Ritter-Abenteuer jetzt. Dankeschön nochmal für die Einladung. Für den. Ich fand irgendwie auch cool, dass wir drei Missionen hatten innerhalb dessen. Es war ja wie so drei One-Shots in einer Kampagne. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Weil man, also die gehörten schon zusammen so, das hat man schon gemerkt. Aber sie waren trotzdem abgeschlossen. Und das fand ich echt ganz nice gemacht. Und ja, die Charaktere hast du auch sehr schön gemacht. Ich mochte vor allem den sehr, sehr alten... Den sehr, sehr, sehr alten Mauster. Ich mochte auch den auf der Mauer. Oh ja, der feige so Wächter cool. Auf der Mauer, ja. Den kennt Heiko gar nicht. Nee, ja, stimmt. Verpasst, das war der letzte, die letzte Maus auf der Mauer, die übergeblieben ist. Und der musste da bleiben, damit die Untoten nicht kommen. Und er hat zwar noch nie einen gesehen, aber es liegt daran, dass er da ist. Weißt du, der Typ, einen Job hat er gehabt. Einen Job. Ja, hat weil das am Ende nicht mehr so geklappt. Ihm wurde halt gesagt, es müsste die Mauer besetzt sein, weil das schützt nämlich vor die Untoten. Aber es hat ja keiner an Untote geglaubt bis zu dem Zeitpunkt.
Er konnte aber halt nicht weg und hat gesagt, seht ihr, das hat funktioniert. Ihr habt noch nie einen Untoten gesehen, weil die Mauer immer besetzt ist. Nämlich. Ich muss mal auch einwerfen, dass es ultimativ smart war, den Drachen anzuzünden. Ja, das ist so smart. Das wäre echt clever. Ja, aber ich fand es richtig schön. Es war auch eine angenehme Mischung aus schwierig und an sich ja ein schweres Thema eigentlich, ne? Wenn man das so, wenn man es nicht in einem süßen Maus-Setting hat, oder wie zum Beispiel bei Game of Thrones, ne? Aber du hast halt wirklich diese Zombie-Armee, die dich bedroht und du weißt nicht, wie du alle retten sollst. Und du hast riesige Kreaturen, die dir eigentlich übermächtig sind. Aber es hat sich halt trotzdem so cute angefühlt, weil man halt eine Maus war. Und das gefiel mir eigentlich ganz gut, diese Mischung daraus. Also, dass es trotzdem eine dunkle Geschichte war, obwohl es nicht so ein dunkles System ist, sag ich mal, ne? Das fand ich auch sehr nice. Ja. Also, sehr schön gewesen. Und danke für die Leitung. Achso, und ja, wer ich bin, ne? Ich bin morgen da bei mir auf dem Kanal. Kosikoa Kuma, wie gesagt. Und da spielen wir Lords of the Fallen weiter. Es bleibt also düster, nur ohne Mäuschen. Aber Untote haben wir auch mit dabei. Also passt schon. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr noch aufs Herz über dem Chat drücken. Jetzt nicht mehr, jetzt vorbei. Ne? Ich gehe weiter an Heiko. Das bin ich. Hi, ich bin der Heiko. Ich habe den Radenko gespielt und ich fand es sehr, sehr schön. Und eigentlich wollte ich Fritz umbringen, aber irgendwie gab es dann doch keinen Grund dafür. Den haben wir doch geklebt. Ich habe gedacht, der wird zum Zombie. Naja, hat er noch mal Glück gehabt. Oder ist er von Krankenhauspersonal umgebracht worden? Nein. Nein, okay. Nee, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Gerne, gerne wieder. Es war ein Fest. Ich mochte sehr gerne, was mochte ich denn am liebsten? Das ist schwer, es gab so viele Dinge. Es gab so viele schöne Dinge. Ich mochte, glaube ich, Rüdiger und sein Glitzer am liebsten. Einfach. Stimmt, der so. War super. Das straight up. Der kleine und Rüdiger. Ja, und tatsächlich die Vorstellung von Maurach und Susi in Adelsklamotten ist einfach genial. Das sind wir mal ehrlich, ist großartig. Vielleicht hat Maurach auch noch so eine neue Augenklappe gekriegt mit dem Wappen schon drauf. Ja, die hätte ich genommen, das wäre cool gewesen. Das wäre richtig. Glitzersteinchen cool, ja. Drumherum. Nein, ohne Glitzer. Aber Glitzersteine sind voll viel wert, Maurach. Ah, okay, dann ran damit. Ganz viel. Man muss nur wissen, wie man sie überzeugen kann. So. Sie ist eine einfache Maus. Nee, großartiges Finale. Großartiges Finale. War ich habe echt gedacht, Radenko stirbt. Also ich hatte am Ende, ich weiß es nicht mehr, ein oder zwei Hitpoints noch. Also wie gesagt, wenn einer da mehr Schaden gewürfelt hätte. Mhm. Ja. Naja, sonst, lass mich mal überlegen. Ah ja, genau. Ich bin der Heiko. Hi! Hi! Bei mir, Achso! Am Ostermontag, also jetzt am Montag, 1.4. wird mein Kanal ein Jahr alt. Voll gut. Und da machen wir Dinge. Unter anderem ein Fallout New Vegas One-Shot. Mit dem Savage World System, weil das so cool ist. Genau. Ja, sonst. Das ist, glaube ich, das einzige Pen-Paper, das in den nächsten Tagen bei mir ansteht. Außer halt bei Kell Mysterious Matters. Das ist ja ganz schön wenig. Also für deine Verhältnisse. Ja, absolut. Dafür spielen David und ich gerade Baldur's Gate durch und sind fast fertig. Ja, das stimmt. Relativ zügig in 2-3 Wochen. Nee, 2 Wochen, oder? Ja, wir wollten gucken, ob wir es im März durchkriegen. Und ich weiß nicht, also 3 sind es, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Wir haben heute Raphael in Rekordzeit gelegt, im Taktiker-Modus. Mit Exploits und so. Welche Exploits? Ihr nutzt die Regeln aus, sagen wir es mal so. Die Spielregeln. Ja, das macht aber ja sehr aber, amüsant. Das macht ja aber nur David. Mein Charakter würde so in D&D funktionieren. Das stimmt. Er wäre
D&D 5e sogar noch ein bisschen besser, weil da würfelt man weniger als im Computerspiel. Und er ist darauf ausgelegt, die Würfel zu manipulieren, wo es nur geht. Super. Ja. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht mit euch. Ich habe, glaube ich, ja, mit euch spiele ich sowieso gerne. Mausritter macht auch viel Spaß. Es ist auch, fand ich, die Kaufabenteuer war sogar super. Das muss ja auch mal erwähnt werden, dass es auch gute Kaufabenteuer gibt. Denn man musste nicht viel vorbereiten, denn die waren genauso vorbereitet, wie ich das sowieso schreiben würde. Mit ganz wenig Stichpunkten. So, du hast das Problem und das kann zwischendrin auftreten. Fertig. Kein großes Drumrum, kein Tamtam. Das heißt, es war alles da. Der Rest war drumrum, war alles nur ausgedacht von mir. Improvisiert auf euch hinweg. Cool. Also es gab bloß, für dieses Abenteuer heute gab es nur Problem, ihr müsst den Kalten König töten oder den Stab wegnehmen. Ihr hättet übrigens auch einfach nur den Eisstab klauen können, das hätte auch gereicht. Ah, nice, so so. Dann hättet ihr die Armee der Untoten befehligen können. Sehr gut, ich hab den Stab. Wenn die jetzt das nächste Mal kommen, ist das Problem gelöst. Wir haben uns aber auch nicht die Mühe gemacht, die noch zu untersuchen, ne? Die Gegner einmal gucken, ob da irgendwas Besonderes an denen ist. Wir direkt so drauf. Töten wir die Katze! Ja, die Katze war auch das Gefährlichste an dem Ganzen. Genau, wie es bei mir weitergeht. Bei mir geht es am Freitag weiter, am 29.03. zum Karfreitag. Da gibt es nämlich 12-Stunden-Stream, denn an dem Tag werde ich 33. Natürlich, ich habe an dem Freitag Geburtstag. Das heißt, wir machen ein paar Sachen ab 13 Uhr bis 1 Uhr nachts. Moment, du wirst 33 und machst einen 12-Stunden-Stream. Ja, das liegt auch zusätzlich. Bist du sicher, dass das so eine gute Idee ist? Das Ding ist, das Problem ist, die Community hatte meine Community-Herausforderung für einen 12-Stunden-Stream geschafft. Das heißt, ich bin sowieso einen 12-Stunden-Stream schuldig. Also machen wir am Karfreitag, an meinem Geburtstag, einen 12-Stunden-Stream. Zum einen machen wir ein Chatventure sozusagen, der eine Ring-Solo-Modus, der Strider-Mode. Der wird ja sowieso schon ein paar Stunden brauchen. Und dann quatschen wir noch ein bisschen. Vielleicht gucken wir mal, vielleicht gibt es die erste Lesung aus Klassikern. Kann auch noch passieren. Und wir spielen Community-Spiele. Ich hörte, du musst 33 Stunden streamen? Nee. Aber das steht da im Chat? Ja. Seit wann? Da steht viel, wenn der Stream lang ist, ne? Ja. Genau, da steht manchmal viel, wenn der Stream lang ist. So, genau. 12-Stunden-Stream am Freitag um 13 Uhr geht's los bis 1 Uhr nachts. Ich bin da, wir machen Dinge halt einfach. Auf jeden Fall werden wir da eine Ring spielen im Strider-Modus. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Strider-Modus funktioniert. Das ist ja kein vorgeschriebenes Abenteuer, sondern man würfelt sich das Abenteuer quasi zusammen, während man spielt. Wann? Ich habe keine Ahnung. Das hat Free League hat das in mehreren Systemen drin. Die haben das auch für Dragonbane und für Vasen jetzt auch rausgebracht. Was? Und gibt's halt den Strider-Mode für der eine Ring. Ich hab den, also nehmen wir ihn. Das wird schon. Also spielen wir das, genau. Ja, das war's bei mir. Und nächste Woche spielen wir am Mittwoch Ghostbusters. Mit dem Ghostbusters-System aus den 80ern. Was übrigens das älteste D6-Pool-System ist. Zusammen mit Gaming Peon, Malu Metis und Benchley-Fuchs. Nice. Genau, die spielen Ghostbuster und müssen einen Geist fangen. Also das ist halt relativ simpel erklärt. Ne? Ghostbuster. Und am Donnerstag spielen wir die erste Hexenrunde mit der zweiten Edition Hexen, die letztes Jahr rauskam. Da sind auch noch Leute dabei. Ich habe jetzt keine Lust, die alle aufzusehen. Nein, das ist mit Jando, also mit Jule. Vanessa, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Bookish irgendwas auf Twitch. Und ja, genau. Ah. Und mit dem, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber ich weiß natürlich, wer das ist. Ich kann ja nachgucken und spicken. Selbstverständlich spielen wir da noch mit... Verdammt, Dennis! Und Dennis... Der ist auch Autor, also wir haben sogar zwei Leute, die Bücher Sachen machen dabei. Genau, das gibt's nächste Woche hier noch. Ghostbusters D6 West End Games, genau. Genau das. Genau. Und wir schicken euch jetzt noch weiter, würde ich sagen. Wenn wir uns hier noch in irgendwas verlieren und verquatschen. Es ist nämlich auch schon 9:30 und so. Und manche Leute müssen, glaube ich, früh raus. Ich nicht, aber manche. Nochmal Dankeschön für die Runde auf jeden Fall. War echt richtig schön. Ja. Dankeschön. Ich danke auch, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, auf jeden Fall. Wir könnten mal zu Against the Odds gehen, oder? Oh. Ich glaube, da war ich noch nie. Na, rüber da. Also ich war da schon, so als Zuschauer war ich da schon, aber noch nie, glaube ich, als Raider quasi. Huch. Man muss auch Dinge richtig machen. So, was wollen wir denn als Raid-Hashtag machen? Nehmen. Ich habe mal einen Vorschlag. Wir müssen die untote Katze reinbringen. Die Katze ist tot. Das können wir nicht machen, glaube ich. Nein. Die Katze ist nochmal tot. Doppeltot, Held, Töter? Nee. Das der kalte König ist gefallen. Ja, das finde ich gut. Das nehmen wir. Mausfell gerettet. Keine Ahnung. Habt jemand im Chat eine Idee für einen Raytag? Dachte der kalte König. Ja, könnte noch der kalte König. Nehmen wir der kalte König ist gefallen. Kalte Katze? Nein. Kalte. Nein. Warte. So, da ist es. Kopiert euch das weg. Kommt mit rüber. Da gibt es jetzt D&D. Und vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Vielen Dank für Dinge, die reingekommen sind, die ich nicht gesehen habe eventuell. Nochmal danke für den Raid an Cal, falls er noch da ist. Danke. Vielen Dank. Und wir sehen uns dann wieder die Tage. Ne? Auf irgendeinem Kanal, irgendeinem Chat, irgendwo sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.